Ich begrüße euch, begrüße Sie ganz herzlich zu diesem öffentlichen Fachgespräch zum Thema digitale Gewalt gegen Frauen der Fraktion Die Linke im Bundestag. Ich bin Anne Roth, ich bin die Referentin für Netzpolitik der Linksfraktion. Ich moderiere uns durch den Abend und fange an mit ein paar Vorbemerkungen und übergebe dann das Wort an Doris Achelwilm für die Begrüßung. Was ich kurz anmerken möchte, ist einerseits, es wird eine, das ist schon zu erkennen an den Kameras, es wird eine Videoaufzeichnung geben. Der Aufnahmebereich dieser Kameras hört so ungefähr 5 Personen von vorne an betrachtet auf. Alle, die dahinter sitzen, sind nicht mit drauf. Wir werden auch ein paar Fotos machen, aber genauso auch von diesem vorderen Bereich hier. Das heißt, alle, die dahinter sitzen, werden nicht mit im Bild sein. Jedenfalls nicht unserer Fotos. Genau. Und was ich dann noch zu sagen hätte, es gibt hier ein WLAN. Das Passwort von dem WLAN haben wir leider nirgends stehen. Ich kann das jetzt mal einmal langsam vorlesen. Es handelt sich um 8 Ziffern. 1, 2, 3, 4. Nicht 1, 2, 3, 4, sondern 3, 3, 8, 5, 4, 9, 8, 6. Und genau, noch eine Anmerkung. Wir haben ein paar Materialien ausgelegt, davon haben wir aber nicht sehr viele, sondern stattdessen rechts und links QR-Codes, die verweisen auf diese Materialien mit einer kleinen Anfrage zum Thema digitale Gewalt gegen Frauen im Antrag der Linksfraktion. Wer das also haben möchte, kann sich einfach über die QR-Codes dann die Links direkt holen. Und last but not least, wer weiterhin zum Thema informiert werden möchte über unsere Aktivitäten dazu, dazu gab es draußen eine eigene Kontaktliste. Wer sich da noch nicht eingetragen hat, aber dennoch weiter von uns hören möchte, ist herzlich eingeladen, dort Name und Mailadresse zu hinterlassen. Und damit übergebe ich zur Begrüßung an Doris Achelwilm, Sprecherin für Gleichstellungs-, Queer- und Medienpolitik der Linksfraktion. Ja, vielen Dank, Anne. Vielen Dank allen, die diese exzellente Gelegenheit organisiert haben, um endlich mal über ein Thema zu sprechen, was tatsächlich virulent ist, gar nicht so ganz neu, aber eben im Bundestag noch nicht in der Breite bearbeitet. Ich bin ganz fasziniert auch hier in diesem Raum. Ich komme mir vor wie in der UNO, habe ja auch noch nie gesessen und bin mal gespannt, wie wir hier hinbekommen, miteinander zu kommunizieren, aber das wird sicherlich gut klappen, ja. Großes Interesse zu dem Thema, toll, dass ihr alle da seid. Ganz besonders herzlich möchte ich natürlich auch unsere heutigen Gäste, unsere Referentinnen, ExpertInnen begrüßen. Als da wären die Rechtsanwältin Christina Klemm aus Berlin. Schön, dass Sie da sind. Dr. Anne-Kathrin Wolf, ebenfalls Rechtsanwältin, davon kann es auch nicht genug geben, gerade angesichts der Thematik, die ja rechtlich noch nicht durchschritten ist, Mitglied der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen. Als nächstes Ans Hartmann vom BFF, Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Herzlich willkommen. Lena Simon vom Anti-Stalking-Projekt des Frieda-Frauenzentrums aus Berlin. Anne hat sich vorgestellt. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, zusammen mit meinen hervorragenden Fraktionskolleginnen hier zu sitzen. Anke Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin, bestimmt allen bekannt und wesentliche Initiatorin des Themas. Und Cornelia Möhring, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Mein Name ist Doris Achelwilm. Ich bin die Sprecherin für Gleichstellung, Queerpolitik und Medienpolitik der Linksfraktion. Also von verschiedenen Funktionen, die allesamt mit dem Thema digitale Gewalt mindestens Berührungspunkte haben. Ich kann ganz kurz sagen, ohne das hier irgendwie ausbreiten zu wollen, dass ich ebenfalls, wie wahrscheinlich mehrere hier, auch schon Betroffene digitaler Gewalt gewesen bin. Als Abgeordnete ist das ja, weiß Gott, keine Seltenheit, sondern eher schon fast eine neue Normalität. Und kann auch dazu sagen, dass mir von Polizeien und auch von juristischer Warte wirklich sehr unzureichend geholfen wurde in dem Moment. Ich hatte
ein Doxing-Fall, wo Twitter involviert war. Auch an Twitter konnte ich mich kaum wenden, weil es eine Briefkastenfirma war und weitgehend nach wie vor ist. Wir kümmern uns als Fraktion darum, die rechtlichen Regelungen entsprechend nachzuziehen, wie sie sein müssten, auch schon längst sein müssten, obwohl das ja nach wie vor alles vermeintliches Neuland ist. Aber da bewegen sich die Mühlen sehr langsam und tatsächlich ist es so, auch gesellschaftlich, das ist bekannt, dass digitale Gewalt oftmals nicht so richtig ernst genommen wird. Es erzeugt Aufmerksamkeit und findet mediale Beachtung. Aber aus der betroffenen Perspektive ist die Situation oft die, dass der Ball zurückgespielt wird, wenn es Situationen gibt, wo Hilfe gebraucht wird, im Sinne von, musst du halt häufiger deine Passwörter ändern, hast du das nicht gemacht oder lass es nicht an dich ran, wenn Beleidigungen stattfinden, Hate Speech, oder dass eben die individuellen betroffenen Subjekte aufgefordert sind, sich Schutzmechanismen zuzulegen, weil es ja nur vermeintlich nur digitale virtuelle Gewalt ist und nicht etwas, was im Nahbereich körperliche Verletzungen oder ähnlich Sichtbares nach sich zieht. Diese Betrachtungsweise ist extrem schwierig, also dass nach wie vor darauf abgestellt wird, dass es irgendwie nur eine zweite Form von Gewalt ist, weil, wie wir alle wissen, das Netz gar nicht so virtuell ist, wie oft propagiert wird, sondern eben natürlich schon längst zu unserer Welt, wie sie eben ganz analog nach wie vor normal der Fall ist, einfach dazugehört, beziehungsweise es Wechselwirkungen gibt in die Realität so zurückwirkt, dass die digitale Gewalt genau solche Folgen zeitigt wie die nicht digitale Gewalt. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, was rechtlich dazu gerade in der Mache ist oder gerade nicht in der Mache ist und entsprechend nachgezogen werden muss. Über die Form von digitaler Gewalt gilt es zu sprechen, also was für Phänomene finden statt, welche Gruppen sind besonders von digitaler Gewalt betroffen und warum. Wir haben diese Veranstaltung auf Frauen Sternchen zugeschnitten, weil ähnlich wie bei Gewalt, wie sie durch die Istanbul-Konvention bekämpft wird, Frauen doch sehr vorwiegend Opfer von Gewalterfahrungen sind, einfach aufgrund der Machtverhältnisse, wie sie herrschen. Das ist hinreichend bekannt und somit auch nochmal eine Herausforderung, die besonders angegangen werden muss. Digitale Gewalt gegen Frauen, aber es gibt natürlich viele weitere vulnerable Gruppen, die wir mit in unsere Arbeit einbeziehen. Dabei will ich es erstmal als Begrüßung belassen und wünsche uns allen gute Erkenntnisse und Vorankommen in der Bekämpfung digitaler Gewalt. Herzlichen Dank. Und damit übergebe ich das Wort an Anke Domscheit-Berg für die einführenden Worte. Ja, vielen Dank allen, die so zahlreich gekommen sind und wie wir die Auffassung haben, dass es da dringenden Handlungsbedarf gibt. Ich möchte kurz nochmal den Fokus des heutigen Abends klar machen, denn digitale Gewalt ist ja in der Tat, das kam schon rüber, ein sehr breiter Begriff. Ganz oft wird damit ausschließlich oder vor allem Hate Speech gemeint. Das meinen wir heute Abend nicht, auch wenn das natürlich ein extrem wichtiges Thema ist. Wir wollen uns heute fokussieren auf digitale Gewalt, die nicht unbedingt oder nicht ausschließlich in Social Media Plattformen stattfindet, sondern zu tun hat mit dem Thema Partnerschaftsgewalt in existierenden oder früheren Partnerschaften, in dem zum Beispiel heutzutage Stalking als Folge davon über Manipulation elektronischer Geräte stattfindet, Smartphones, Kameras, eingebaute Kleiderhaken im Badezimmer und solche Geschichten, heimliche Aufnahmen, Tonaufnahmen auch und das Ganze mit dem gleichen Ziel, wie das sonst in solchen gewalttätigen Partnerschaften stattfindet, nämlich die Partnerin zu überwachen und zu kontrollieren. Und in der Regel paart sich das auch mit anderen Formen der Partnerschaftsgewalt. Man weiß sehr wenig über das Ausmaß digitaler Gewalt, und zwar egal, welche Aspekte von digitaler Gewalt man da bespricht. Das ist was, mit dem wir uns parlamentarisch auch beschäftigen. Es ist viel zu wenig erforscht.
Das ganze Thema Gewalt gegen Frauen und erst recht das Thema digitale Gewalt gegen Frauen. Zu Gewalt gegen Frauen gab es die letzte Studie des BMFSFJ 2004. Das ist 16 Jahre her. Zu digitaler Gewalt gab es überhaupt noch keine repräsentative Studie, die sich auf Gewalt gegen Frauen bezieht. Und unter anderem fordern wir, dass sich das unbedingt ändern muss. Das steht letztlich ja auch in der Istanbul-Konvention drin. Wir haben aus dem Grunde auch im November 2018 eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt mit dem Thema digitale Gewalt gegen Frauen. Wenn ich nicht irre, einer dieser QR-Codes dürfte da hinführen. Es wird genickt, genau. Ergebnisse dieser Anfrage waren unter anderem, dass die polizeiliche Kriminalstatistik digitale Gewalt gar nicht als eigene Kategorie erfasst. Die hat aber sowas, das nennt sich Straftaten, die mittels des Internet begangen werden. Das ist dann natürlich auch Phishing und Bankraub und sowas alles, wenn es digital ist. Da wiederum wird aber nicht das Geschlecht der Opfer erfasst. Man kann also auch nicht indirekt irgendwas ableiten. Die Justiz hat dazu auch keine Statistiken. Und die Bundesregierung hat mehr oder weniger klargemacht, dass sie also keine Ahnung hat, wie viele Fälle es ungefähr gäbe. Weder bekannte noch Dunkelziffern. Und zu den Opfern digitaler Gewalt hat, weiß sie auch nichts. Wir wissen aber von Beratungsstellen, dass digitale Gewalt zunimmt und sehr oft in den Beratungen eine Rolle spielt. International gibt es ein paar mehr Erhebungen. In den USA 2019 zum Beispiel ergab eine solche Untersuchung, dass 71% der Täter im Bereich Partnerschaftsgewalt auch über Computer ihre Opfer überwachen, dass 54% Stalkerware einsetzen, also Smartphone-Aktivitäten aus der Ferne überwachen. Und es gab eine Untersuchung der Europäischen Grundrechteagentur von 2014, nach der eine von 10 Frauen, wie gesagt vor 6 Jahren, aber schon angegeben hat, ab Alter von 15 Jahren irgendeine Form von sogenannter Cybergewalt erlebt zu haben. Von Amnesty International gibt es Zahlen von 2018. Danach hat ein Viertel von Frauen zwischen 18 und 55 Online-Belästigungen erlebt, also die ganze Bandbreite von Beleidigungen über Bedrohungen bis hin zum Stalking. Es gibt also offensichtlich viel digitale Gewalt, aber es fehlt eine richtige Datenbasis. In unserer kleinen Anfrage digitale Gewalt gegen Frauen stand noch sehr viel mehr drin. Zusammengefasst kann man sagen, Bundesregierung hat wenig Ahnung über das Problem, aber auch nicht wirklich erkennbare Absicht daran, etwas zu ändern. Es gab den Hauch von Änderungen in der Wahrnehmung durch das sogenannte Prominentendoxing, das es vor einem Jahr gegeben hat. Und jetzt neu mit dem Thema Hasskriminalität, das mit dem Mord an Lübcke jetzt eine andere Relevanz bekommen hat. Aber digitale Gewalt im Bereich von Partnerschaftsgewalt ist nach wie vor aus unserer Sicht ein blinder Fleck. Es wird nicht mal als Teil des Cybercrimes betrachtet, also dort gar nicht aufgenommen, obwohl es Cybercrime definiert wird als Straftaten, die mit digitalen Mitteln begangen werden. Es sind ja offenbar Straftaten, die mit digitalen Mitteln begangen werden. Sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaften scheinen hoffnungslos überfordert. Alle Fälle, von denen man so mitkriegt, scheinen das durchweg zu bestätigen. Das war für uns Anlass genug, das Thema auf die Tagesordnung zu heben und uns daraus Forderungen abzuleiten. Das ist ein Grund dafür, warum wir dieses Fachgespräch heute machen. Wir wollen von den Expertinnen hören, was es vor allem an gesetzgeberischen Initiativen braucht, um an dieser Situation etwas zu verändern. Jenseits gesetzgeberischer Initiativen, die heute Fokus sein sollen, haben wir aber auch schon diverse Forderungen aufgestellt, die unter anderem in unserem Papier zur IT-Sicherheit oder Cybersicherheit, wie andere sagen, von 2018 schon aufgelistet sind. Für uns ist das nämlich in der Tat auch eine Frage der IT-Sicherheit, was außer uns, glaube ich, auch noch keiner so sieht, aber so sehen sollte. Da fordern wir zum Beispiel, dass es dringend mehr Weiterbildung braucht, mehr finanzielle Ressourcen und bessere Ausstattung bei Polizei und Justiz, vor allem aber auch bei den Beratungsstellen selber, die sich also um die Betroffenen kümmern. Und das kann auch nicht einmalig sein, das muss kontinuierlich stattfinden, weil sich ja zum Beispiel technisch viele Dinge da weiterentwickeln. Polizei und Justiz hatte ich auch schon erwähnt, sehr oft erfahren Betroffene, dass sie das Problem nicht verstehen, dass sie das Problem herunterspielen, dass sie es unterschätzen, dass sie es
möglicherweise auch überhaupt nicht verstehen und in der Regel oder sehr viel zu häufig nicht adäquat damit umgehen. Ein solcher Fall ist ja gerade durch Twitter wieder bekannt geworden. In dem Fall nicht Partnerschaftsgewalt, sondern Vergewaltigungsdrohungen auf Twitch, die da passiert sind, wo eine Betroffene bei der Polizei gesagt bekam, wenn sie auf der Plattform nicht wäre, dann wäre ihr das ja auch nicht passiert und sie kann ja auch einfach gehen. Ja, sehr geil, also geh doch nicht mehr auf die Straße, dann tut ja auch keiner was. Also das ist ja wohl kein Tipp, das ist Arbeitsverweigerung auf Seiten der Polizei und darf einfach nicht passieren. Wir fordern auch, schon erwähnt, bessere Daten über das Ausmaß, weil erst dann kann ich ein Problem angemessen adressieren, wenn ich genau weiß, wie groß und wie beschaffen es ist. Und dazu braucht es auch vernünftigere polizeiliche Statistiken. Wir fordern auch spezialisierte Staatsanwaltschaften und nicht sowas, wie in dem Gesetzpaket gegen Hasskriminalität gerade drin ist, wo so eine Verdachtsdatei auf Seiten des Bundeskriminalamts gebaut werden soll durch automatische Anzeigen von großen Digitalunternehmen. Das ist also für uns keine Lösung, sondern wir sehen eher bei einer Staatsanwaltschaft die Aufgabe, aber eben eine, die die Kapazität und die Ahnung hat, sich um so ein Thema zu kümmern. Und zwar eben auch mit dem Thema digitale Partnerschaftsgewalt. Und dann braucht es last but not least Medienbildung über alle Altersgruppen hinweg. Das muss in der Tat auch bei Kindern und Jugendlichen natürlich altersangemessen anfangen. Die Sensibilisierung dafür, im Prinzip fängt es damit an, wenn ein Kind in der Lage ist, ein Foto irgendwo hochzuladen oder mit anderen zu kommunizieren im Internet, spätestens dann muss man sich dem Thema widmen. Das soll es zur kurzen Einführung gewesen sein. Ich würde jetzt gerne von unseren Expertinnen wissen, was ihre Sicht und auf die Dinge ist, was ihre Erfahrungen damit sind, was sie für konkrete Forderungen haben, um die Rechtslage zu verbessern und was man konkret tun kann, um auch Betroffenen zu helfen. Dabei beschäftigen uns die Fragen, sind aus Sicht der Expertinnen die Gesetze ausreichend oder werden sie nur nicht sinnvoll angewendet und eingesetzt? Und wo gibt es eventuell Regelungslücken, wo man als Parlament aktiv werden kann und das schließen? Oder ist es möglicherweise beides das Problem? Und wenn ja, wie sieht es jeweils aus? Damit übergebe ich zurück an Anne Roth, die Moderatorin, die unsere nächste erste Expertin ankündigen. Vielen Dank. Genau, und ich übergebe direkt an Hans Hartmann mit dem ersten kurzen Input. Funktioniert. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich kurz noch vor. Es ist ja gerade schon ein bisschen angeklungen. Ich arbeite beim BFF, das ist der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Und dort gibt es seit 2017 ein eigenständiges Projekt zu dem Thema digitale Gewalt, für das ich hauptsächlich zuständig bin. Deswegen sitze ich heute hier. Ich werde es auch ein bisschen allgemeiner halten und ein bisschen auf die Erfahrungen der Beratungsstellen fokussieren, weil ich selber keine juristische Expertise besitze. Genau, deswegen basiert mein Input hauptsächlich auf den Erfahrungen, die die BFF-Fachberatungsstellen in der Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen machen. Aktuell sind das bundesweit knapp 200 in ganz Deutschland. Das Projekt, vielleicht nur kurz für den Kontext, wird vom BMFSFJ, also vom Bundesfamilienministerium, finanziert. Aktuell läuft die zweite Förderperiode. Ich möchte in meinem Beitrag auf die Situation der Fachberatungsstellen und die Erfahrungen der Betroffenen fokussieren. Wir nehmen seit einigen Jahren, eigentlich schon seit sehr vielen Jahren, eine Zunahme der Thematik in den Beratungsstellen wahr. Alles digitalisiert sich bekannterweise. Technik, Medien, soziale Netzwerke sind zunehmend in Gewaltdynamiken involviert. Das stellt gewaltbetroffene Frauen sowie deren UnterstützerInnen vor Herausforderungen. Wir sehen die Auswirkungen vor allem bei Partnerschaftsgewalt, in Trennungssituationen und bei Stalking. Für die Diskussion über digitale Gewalt, das ist eben auch gerade schon angeklungen in der Ankündigung, ist es wichtig anzuerkennen, dass digitale Gewalt eben als Oberbegriff für viele verschiedene Gewalthandlungen, Dynamiken, Situationen steht. Das erschwert unserem Eindruck nach die Diskussion um spezifische Regelungslücken und macht im Sinne der Istanbul-Konvention eine eher ganzheitliche, staatliche und gesellschaftliche Strategie notwendig. Unserer Erfahrung nach sind in vielen Fällen entsprechende Straftatbestände vorhanden. Es scheitert aktuell vor allem aber eher an der Anwendung und Durchsetzung dieser. Dabei kristallisieren sich vor allem folgende Problembereiche heraus. Es gibt generell zu wenig Ressourcen und zuständige AnsprechpartnerInnen bei Polizei und Justiz. Es herrscht wenig Wissen und Sensibilität über Formen digitaler Gewalt. Victim Blaming, also das Suchen der Schuld bei den Betroffenen, ist auch hier noch an der Tagesordnung. Es werden immer noch Frauen weggeschickt mit der Aussage, dann hätten sie halt keine Nacktfotos von sich machen lassen sollen oder das ist ja nicht real, was da im Netz passiert.
Von den BFF-Fachberatungsstellen wissen wir auch, dass es lokal sehr unterschiedlich sein kann, wie sensibilisiert Beamtinnen für das Thema sind. Eine Beraterin hat mir kürzlich erst geschrieben, Zitat, es scheint Glückssache zu sein, wo Betroffene bei der Polizei landen. Häufig sind Zuständigkeiten nicht klar. Fälle werden hin und her geschickt, auch bei der Staatsanwaltschaft. Oft fehlt es an Wissen über die Funktionsweise des Internets, aber auch an Kapazitäten und technischen Möglichkeiten zur Beweisaufnahme. Dies führt unter anderem dazu, dass digitale Beweise wie Links nicht in die Akte aufgenommen werden können, Geräte gar nicht überprüft werden oder Betroffene in manchen Fällen ihr Handy sehr lange Zeit abgeben müssen. In der Beratungsarbeit zeigen sich deutliche folgende Problemlagen. Es ist für die meist ohnehin schon prekär finanzierten Fachberatungsstellen fast unmöglich, auf dem neuesten Stand der Technik und der Nutzungstrends zu sein. Es fehlen Stellen, an die bei Fragen zu Technik und Gerätesicherheit weiterverwiesen werden kann. Hierfür bräuchte es dringend finanzielle Mittel und Modelle, um bei Bedarf IT-Wissen und Support einholen zu können oder Betroffene weiterverweisen zu können. Bei dem Aspekt der Techniksicherheit spielt außerdem eine Rolle, dass viele Fachberatungsstellen selbst schlecht ausgestattet sind und beispielsweise kein Geld für Neuanschaffung von Geräten oder Software vorhanden ist. Dabei werden Fachberatungsstellen und ihre Mitarbeitenden selbst auch digital angegriffen. Vor diesem Hintergrund finden wir es sehr bedauerlich, dass die Gelder aus dem sogenannten Bundesinvestitionsprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen nicht für den Auf- und Ausbau digitaler Infrastruktur, sondern ausschließlich für bauliche Maßnahmen beantragt werden können. Aus aktuellem Anlass noch ein Hinweis auf eine spezifische Gewaltform, die eher selten in den Beratungsstellen ankommt, und zwar die Gefährdung durch heimliches Filmen in geschützten Räumen, wie zum Beispiel Umkleidekabinen oder öffentlichen Toiletten. Häufig wird dieses Material auf Pornoseiten veröffentlicht und in Netzwerken ausgetauscht, ohne dass die Betroffenen je davon erfahren und rechtlich dagegen vorgehen können. Es ist zu vermuten, dass diese Form digitaler Gewalt eine relativ große Dimension ausnimmt und wir in der Diskussion darüber im Gegensatz zu anderen Ländern noch ziemlich am Anfang stehen. Frauen, die in sozialen Netzwerken belästigt oder in deren intime Bilder gegen ihren Willen verbreitet werden, berichten regelmäßig, dass die Melde- und Beschwerdewege kompliziert und nicht immer erfolgreich sind. Vor diesem Hintergrund schätzen wir die Idee eines digitalen Gewaltschutzgesetzes, wo dann eben spezifisch Accounts nach richterlicher Anordnung gesperrt werden können, so wie es Ulf Burmeier vorschlägt, prinzipiell positiv ein. Allerdings wissen wir auch, dass es zu den Täterstrategien gehört, sich mehrere und immer wieder neue Accounts anzulegen. Kritisch sehen wir zudem Vorschläge wie die Einführung einer Klarnamenpflicht, da solch eine vor allem auch geeignet wäre, zu einer weiteren Gefährdung von marginalisierten Menschen und gewaltbetroffenen Frauen im Netz zu führen. Wir begrüßen sehr, dass das BMJV die rassistische und antisemitische Dimension digitaler Gewalt anerkennt. In der Begründung des Referentenentwurfs zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität fehlt allerdings auffällig die oftmals zugrunde liegende Geschlechtsspezifik von Gewalt im Netz sowie die Verstrickung mit sexualisierter Gewalt. Das wird mittlerweile in den meisten Stellungnahmen dazu auch thematisiert. Digitale Gewalt ist häufig frauenfeindlich, mit Rassismen und anderen Diskriminierungsmechanismen verbunden. All das ist gesellschaftlich gewachsen, fest verankert in Deutschland. Wie in vielen Stellungnahmen von KollegInnen zum Entwurf bereits angemerkt wurde, würden auch wir eine Verbesserung der Situation von Betroffenen weniger in einzelnen Strafrechtsänderungen oder Erweiterungen und der Ausweitung der Kompetenzen der Sicherheitsbehörden sehen. Grundlegend erscheint uns die Stärkung der Zivilgesellschaft, eine bessere Finanzierung von unabhängigen Beratungsstellen, mehr gesellschaftliche Solidarität mit Betroffenen. Spezifisch anmerken möchte ich noch, dass wir außerdem beobachten, dass vor allem auch Transpersonen von digitaler Gewalt betroffen sind. Es gibt zum Beispiel verstärkt Online-Kampagnen, die ihnen schlicht die Existenz absprechen. Auch Menschen mit Behinderung sind spezifisch betroffen. Rechtliche Maßnahmen, die geeignet werden, das gesellschaftliche Klima hin zu mehr Akzeptanz zu verändern, wären da etwa eine konsequentere Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und eine Änderung oder Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes hin zu einer echten Selbstbestimmung von Trans- und Intermenschen. Der Aspekt der Geschlechtsspezifik digitaler Gewalt sollte in der Diskussion generell auf andere marginalisierte Geschlechter bezogen werden. Mein kurzes Fazit also zu digitaler Gewalt gegen Frauen: brauchen wir neue Gesetze, bezieht sich dementsprechend auch weniger auf konkrete Regelungslücken. Hilfreich für gewaltbetroffene Frauen wären zusammenfassend momentan vor allem ein Unterstützungssystem und Fachberatungsstellen, die sicher finanziert und so ausgestattet sind, dass sie mit der Digitalisierung Schritt halten können und Präventionsangebote vorhalten können. Eine bessere Ausstattung und Sensibilisierung der Polizei und Justiz, zum Beispiel auch im Rahmen von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich dann aber eben auch zuständig fühlen müssten für digitale Gewalt im Rahmen von Partnerschaftsgewalt und Stalking. Das ist momentan, glaube ich, bei den
den existierenden Schwerpunktstaatsanwaltschaften nicht der Fall. Die konzentrieren sich eher auf Hate Speech und die sogenannten Cybercrime-Delikte. Außerdem wäre hilfreich, mehr Angebote und Stellen, die bei der Sicherung und Prüfung von Technik und Online-Konten gewaltbetroffener Frauen helfen und auch eine Art von Finanzierung davon oder Modelle, wie das vielleicht in landeszentralen Fachstellen oder so geregelt werden kann. Das wünschen sich zumindest einzelne Beratungsstellen. Sowie konkrete Überlegungen dahingehend, wie EntwicklerInnen und ProduzentInnen von Hard- und Software mehr Verantwortung für gewaltschutzrelevante Sicherheitsstandards von Produkten übernehmen können. Soweit von mir. Vielen Dank. Und damit übergebe ich gleich an Lena Simon. Ja, danke nochmal auch für die Einladung. Eigentlich habt ihr schon fast alles Wichtige gesagt. Ich komme nochmal explizit aus der IT-Beratung im Anti-Stalking-Projekt. Und ich kann die ganzen Forderungen eigentlich nur bestätigen. Versuche jetzt mal zu gucken, dass ich mich nicht nochmal alles wiederhole oder nur untermauere. Das Hauptproblem, was ich in der Beratung mit den Betroffenen vor allen Dingen sehe, ist die Ungewissheit. Es ist in den seltensten Fällen wirklich klar, was jetzt eigentlich auf dem Gerät passiert ist, ob überhaupt was passiert ist, wo der Angriff genau herkam. Und in den meisten Fällen kann auch ich das nicht wirklich feststellen, weil da einfach auch die Möglichkeiten fehlen und weil das auch technisch meistens gar nicht so trivial ist. Es gibt kaum niederschwellige IT-Beratungsangebote in Deutschland. Ich meine, derzeitiger Stand ist, dass ich nach wie vor die einzige Beraterin, IT-Beraterin zum Thema digitale Gewalt deutschlandweit bin. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass sich jemand meldet und sagt, nee, das stimmt doch nicht, aber im Moment warte ich vergeblich. Es ist ein großes Themenspektrum. Eigentlich beraten wir zu Cyberstalking, aber da ich ja niemanden nicht weiß, wo ich die Leute sonst hinverweisen soll, beraten wir natürlich auch zu Einzeldelikten. Das passiert, das reicht von Spam, massenhaft Nachrichten, teilweise mit pornografischem Inhalt, Fake-Profile, die im Namen von den Betroffenen eingerichtet werden, wo dann über die Chefin hergezogen wird oder solche Geschichten, die dann auch wirklich finanziellen Schaden nach sich ziehen. Natürlich Hassbeleidigungen, Drohungen und sämtliche Formen von Überwachung. Gar nicht mal so oft jetzt durch eine Spy-App, auch wenn das natürlich ein knackiges Thema ist, meistens ein bisschen trivialer, aber durchaus durch eben Nachverfolgung von GPS oder Kommunikationsinhalten, Verfälschung. Wir beobachten das auch, dass es sehr wenig Hilfe nur von der Polizei gibt. Beispielsweise im letzten Jahr wissen wir von zwei unserer Klientinnen, deren Gerät von der Polizei dann tatsächlich auch mal angenommen wurde. Dabei wäre das genau wichtig, um eben genau diese Ungewissheit oder die Gewissheit zu kriegen, was ist denn jetzt, ist da jetzt wirklich was und da so eine Art Beweis zu haben. Die Polizei hat auch die Möglichkeit, forensische Analysen von Geräten zu unternehmen, macht das aber nicht. Ich vermute mal, dass sie da auch nicht sehr breit aufgestellt sind. Ich kann das ein Stück weit auch nachvollziehen, weil wenn man jedes Gerät von jeder Person, die glaubt, da ist irgendwas komisch, analysiert und weiß, was so eine Analyse von so einem Gerät kostet, verstehe ich, dass man da auch mal vorsichtig sein muss. Aber das, was im Moment passiert, ist eben kann nicht die Lösung sein. Da wird den Leuten gesagt, sie brauchen einen Anfangsverdacht. Und ich vergleiche das dann immer damit, dass man den Leuten sagt, bei ihnen ist eingebrochen worden, dann sammeln sie doch jetzt mal Fingerabdrücke und dann gucken wir mal. Und dann gehe ich mit meinem Mickey-Maus-Heftchen hin und sammle Fingerabdrücke. Und was dabei passiert, ist genau das, was im Digitalen auch passiert. Ich korrumpiere die Beweise. Das ist im Digitalen sogar an vielen Stellen noch viel schneller passiert. Das heißt, wenn jemand stümperhaft versucht, eine forensische Analyse zu machen, und ich schließe mich damit ein, kann das ganz schnell passieren, dass ich die Beweise kaputt mache und sie hinterher auch nichts mehr wert sind. Von daher braucht es an der Stelle zum Beispiel dringend eine andere Lösung. Die Polizei muss ermitteln und darf das nicht einfach auf die Betroffenen ablagern. Wir haben auch die Erfahrung, dass die Betroffenen oft nicht ernst genommen werden. Oder sie werden ernst genommen, sehr freundlich behandelt, aber die Polizei ist selber auch sehr hilflos und weiß nicht, was sie machen soll. Und wenn
man es dann geschafft hat, doch zufällig an jemanden zu treffen, der da engagiert ist, der das aufnimmt und das weiterverfolgt, ja, dann scheitert es an der Staatsanwaltschaft, die die Sachen wieder einstellt oder selber wiederum nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Also auch da ist eine Überforderung wahrnehmbar. Anke hat es gesagt, da bräuchte es eine spezialisierte Staatsanwaltschaft. Die Beratungseinrichtungen stehen selber vor ihren eigenen Problemen. Die haben kaum Gelder für Fortbildung oder sind durch irgendwelche Honorarverordnungen in Land Berlin beispielsweise so dermaßen gedeckelt, dass sie die Honorare für Menschen, die IT-Expertise haben, überhaupt nicht zahlen können, weil IT kostet nun mal Geld. Ich mache das auch freiberuflich und wenn ich mich freiberuflich fortbilden will, dann muss ich auch das entsprechende Geld dafür nehmen. Das, was die Berliner Honorarverordnung beispielsweise erlauben würde, das kann ich mir gar nicht leisten, zu diesen Sätzen zu arbeiten. Da müsste man eigentlich nochmal eine Null mit dranhängen. Außerdem fehlen die Adminen, die Administratorinnen, die in den gesamten Vereinen, also das habe ich fast noch nirgendwo getroffen, dass es da Expertisen gibt, Leute gibt, die Administration übernehmen können. Das ist aber ein sehr wichtiger Punkt für Sicherheit. Das heißt, die Geräte veralten, sind nicht mehr auf dem neuesten Stand, das ist unsicher und es ist keine Expertise da. Wenn man sich das jetzt mal vorstellen möchte, der Klassiker, den wir so haben, ist der Ex-Partner, das hatten wir auch schon gehört, der hat die Geräte alle eingerichtet, der hat das alles schön gemacht, als die Beziehung noch schön war, nun geht die Beziehung auseinander und wer aber die Geräte administriert, hat eben auch die Kontrolle darüber und so stellt dann manchmal die Betroffene, weiß das noch gar nicht, hat das noch gar nicht verstanden, stellt dann nach der Trennung fest, hier stimmt was nicht. Das heißt, die Spy-Apps, die unbedingt verboten gehören würden, das wäre auch nochmal so eine gesetzliche Geschichte, wo man was tun könnte, spielen aber gar nicht unbedingt mehr die allergrößte Rolle, sondern das Hauptproblem liegt tatsächlich in einem fehlenden gesellschaftlichen kritischen Umgang mit der digitalen Technik. Wir sind das so gewöhnt, dass wir die Anwendung von digitalen Diensten erlernen, wie man sie handhabt, aber überhaupt nicht zu hinterfragen oder zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert und was dahinter steht. Das heißt, in der Prävention müsste ganz viel getan werden und eben auch in der Aufklärung und in der gesamtgesellschaftlichen Haltung, wie wir eigentlich mit Technik umgehen. Da wäre dann das Stichwort freie Software kurz nochmal mitzunennen, weil die Frage, was passiert eigentlich in den Geräten, die ich da tue, wäre da sehr laut zu stellen. Viele Probleme sind technisch gar nicht lösbar. Wenn jemand da immer wieder Fake-Profile anlegt, dann brauche ich da eine juristische oder eine politische Hilfe. Und aus der Richtung kommt leider nicht sehr viel. Aktuelles Beispiel, die Klarnamenspflicht. Wenn ich die mit meinen Klientinnen bespreche, dann schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Die kriege ich nur mit äußerster Anonymität überhaupt wieder dazu, mal am öffentlichen Digitalleben teilzunehmen. Das ist also ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Sehr häufig stoßen wir auch an die Impressumspflicht, wo Frauen gerne sagen würden, sie würden sich von Facebook oder so lossagen, weil von da die Angriffe kommen. Aber ihre eigene Website können sie nicht machen, weil dann müssen sie ja im Impressum ihre Postadresse angeben. Naja, und damit teilen sie natürlich dem Stalker noch viel mehr Informationen mit. Und so nehmen wir wahr, eine Diskrepanz, ich kürze das mal hier ab, dann ist das Flipchart zwar umsonst besorgt worden, aber wir haben die Zeit ein bisschen, dass eine große Diskrepanz zwischen dem, was getan wird, was möglich wäre und dann, was gesetzgeberisch beschlossen wird. Ich sehe das auch so, dass wir eigentlich vor allen Dingen in der Anwendung der Gesetze arbeiten müssten. Der Gesetzesspielraum gibt schon sehr viel her, aber wird eben nicht ausgenutzt. Wir hören das immer wieder, dass auch gerade bei Hassdelikten einfach nicht weiter ermittelt wird. Und da bräuchte es mehr Expertise und Kapazitäten bei der Polizei, eben vielleicht auch in der IT-Forensik. Von mir aus könnte es auch IT-forensische Angebote, die nicht in der Polizei sind. Aber irgendwo muss es die Möglichkeit geben, dass Leute hingehen können und
erfahren können, ist da jetzt eine Spy-App auf meinem Handy, ist da jetzt ein, hat das jemand wirklich gehackt, ist das angegriffen worden oder ist nur beim letzten Update ein bisschen die Grafik verändert worden und das hat mich jetzt in Schrecken versetzt oder ist irgendwas abgestürzt. Da muss man auf jeden Fall besser unterscheiden können. Und dafür könnte man zum Beispiel auch mal aufhören, sich die ganze Zeit an die Vorratsdatenspeicherung zu klammern und Gesetze zu machen, die auch grundrechtskonform sind. Ich hätte gerne zum Beispiel Quick Freeze, das würde uns in der Arbeit helfen, haben wir aber nicht, weil die Politik den Mund nicht voll genug bekommt mit der Überwachung. Staatliche Meldestellen wären eine ganz feine Geschichte, gerade bei Leuten mit diesen Fake-Profilen. Die sind den ganzen Tag nur damit beschäftigt, zu gucken, wo taucht was Neues auf. Da könnte der staatlicherseits durchaus Hilfe geben, dass ich da hingehe und sage, so, hier sind 10 Fake-Profile, bitte kümmern Sie sich drum, dass alle weiteren auch wegkommen. So eine Behörde hätte dann auch viel den kürzeren Draht und könnte da wesentlich effektiver vorgehen. Anonyme Legitimation wäre auch noch ein Stichwort, was ich sehr wichtig finde, weil um zum Beispiel so ein Fake-Profil wegzukriegen, muss ich mich ja legitimieren. Ich kann ja nicht hergehen und sagen, hier, ich bin Anke Domscheit-Berg, löschen Sie mal bitte dieses Twitter-Profil. Da muss ich ja auch deutlich machen, dass ich auch bin, wer ich bin. Damit können aber die Bedroher letztlich die Betroffenen dazu zwingen, permanent ihre Personalausweiskopie an Twitter, Facebook, LinkedIn und wen auch noch zu schicken, weil auf die Art und Weise passiert das im Moment. Durchaus denkbar wäre, dass man hingeht zum Bürgeramt und sagt, hier, Ausweis, ich möchte mich legitimieren für Facebook, Fake-Profil melden, dann zeige ich dem Bürgeramt meinen Personalausweis und muss den nicht an Facebook schicken. Und last but not least ist es dringend notwendig, dass analoge Lösungen weiterhin möglich sind. Was wir zum Beispiel auch häufig erleben, ist, dass Leute Probleme kriegen, sich um Arbeit zu bewerben, weil es nur noch Online-Bewerbungen möglich sind. Wenn jemand aber das Vertrauen in die E-Mail oder überhaupt in die digitale Kommunikation verloren hat, dann drucken die Leute ihre Bewerbungen aus, bringen die hin und das wird dann nicht mehr angenommen. Man hat an vielen Stellen schon gar nicht mehr die Alternative, die Möglichkeit zu sagen, ich schicke das per Post und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Das Anti-Stalking-Projekt hat noch ein paar weitere politische Forderungen formuliert auf der Seite anti-stalking-projekt.de. Versteckt im Menüpunkt Cyberstalking ganz unten können Sie die noch mal ausführlich nachlesen. Und ja, damit komme ich jetzt zum Ende. Danke. Vielen Dank. Jetzt machen wir hier einen kleinen fliegenden Wechsel hier vorne. Und ja. Ich würde Christina bitten, sich hier neben mich zu setzen. Christina Klemm, bitte. Ich darf doch mein Mikro anlassen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich sage auch kurz was zu mir. Ich bin Rechtsanwältin. Ich bin Fachanwältin für Strafrecht und Fachanwältin für Familienrecht. Bin seit über 20 Jahren im Bereich, vor allem oder in vielen Bereichen, aber auch im Bereich Gewalt gegen Frauen tätig und musste natürlich in den letzten Jahren viel dazu lernen, was digitale Gewalt betrifft, denn sie wird immer alltäglicher, auch in meiner Praxis. Ich bin nicht besonders technikaffin, deswegen fällt mir das eigentlich schwer, aber ich komme da nicht drum rum, mich immer wieder damit zu beschäftigen und frage dann immer mal Anne, was ich darunter jetzt zu verstehen habe. Aus meiner alltäglichen Praxis ist es so, dass ich vielleicht rüberschreiben möchte, ich würde sagen, es ist in vielen Fällen einfach die Fortsetzung der analogen Gewalt im digitalen Bereich. Also wir müssen, glaube ich, insgesamt sehr viel mehr gegen Gewalt gegen Frauen unternehmen. Und es reicht nicht zu sagen, jetzt fokussieren wir alles auf digitale Gewalt. Das ist ein Teil und ein wichtiger Teil, der immer mehr zunimmt. Aber wir haben insgesamt das große Problem der nicht bearbeiteten oder überhaupt nicht zureichend bekämpften Gewalt gegen Frauen. Wir ersehen aber, dass eben in der digitalen Welt der Frauen auch wieder mit zusätzlichen und besonderem Hass
bedacht werden. Das heißt eben, es gibt viele Vergewaltigungsandrohungen, es gibt viele Drohungen mit Gewalt etc. Da komme ich gleich drauf. Was ich auch in meiner Praxis erlebe, ist, dass wir eben trennen müssen zwischen zwei Phänomenen. Das eine ist das Phänomen Hate Speech, also das im öffentlichen Raum und das im sozialen Nahraum, die digitale Gewalt. Ich vertrete relativ häufig Frauen, Feministinnen, vor allem die sehr öffentlich im Netz sichtbar sind und aktiv sind, die mit Hass überschüttet werden. Das kennen sicherlich Abgeordnete, das kennen aber natürlich auch Journalistinnen und eigentlich fast alle Frauen, die sich als Feministinnen öffentlich äußern, mit wirklich schrecklichen Drohungen, mit fürchterlichen Bildern, die immer geschickt werden, mit pornografischen Bildern, mit eben entsetzlichen Dingen. Ich versuche sehr häufig, das anzuzeigen, und ich muss sagen, ich bin also eigentlich total erfolglos in all diesen Dingen. Es fängt schon an, ich will das mal so ein bisschen jetzt hier, weil eigentlich ja schon sehr viel gesagt wurde, muss ich sagen, so ein bisschen verdeutlichen, wie das so ist, wenn ich in der Berliner Polizei anrufe und sage, ich habe hier irgendwie eine Mandantin, da möchte ich das anzeigen, da ist eine Drohung, dann wissen die überhaupt nicht, wo ich eigentlich anzeigen soll, wo ich das hinbringen soll. Da gibt es niemanden, der zuständig ist. Es scheint jetzt seit ein paar Wochen möglicherweise jemanden beim LKA zu geben. Das ist mir aber auch noch nicht so klar, wer das eigentlich ist. Meistens sagen die dann irgendwann, zeigen Sie doch im Internet an, ist ja irgendwie Internet. So, da will ich dann eigentlich diese schlimmen Bilder gar nicht weiterleiten, mache ich dann aber, weil das Ganze ist ja auch immer eigentlich eine Frage der Zeit, dass sie möglichst schnell dann auch ermitteln, wer steht hinter diesen Posts. Das gelingt eigentlich immer nicht. Also bis das mal irgendwann zuständig ist, ich habe mal eine Mandantin vertreten, die hat so, waren auf Twitter, waren lauter Fake-Profile von ihr gemacht, immer mit ihrem dem Foto ihres Kopfes und immer irgendwelche nackten Körper drunter montiert. Das ist dann nach Wochen bei der Polizei irgendwann an Porno abgegeben worden. Porno ist jetzt auch nicht wirklich diejenigen, die da zuständig wären. Die haben das dann einfach gesehen, haben gesagt, haben es eingestellt. Es wird eigentlich immer alles eingestellt, muss man sagen. Ich habe ganz aktuellen Fall auch von einer Frau, die von einer Journalistin, hat etwas geschrieben, auch über Militär. Und ich glaube, es ging da eigentlich die Frage dieser kostenlosen Bahnfahrten beim Militär. Und dazu hat sie was geschrieben und bekam dann über Twitter eine Nachricht, Obacht geben, hieß es da, Obacht geben. Wie Sie wissen, beherrscht man als Soldat den Umgang mit der Waffe. Wir wollen doch nicht, dass ein sogenannter Nazi-Prepper einen weiteren sogenannten Lübcke statuiert. So, das habe ich angezeigt. Dauerte dann viele Wochen, bis mir dann die Kriminalpolizei gesagt hat, dass es diesen Account überhaupt nicht gibt und auch nicht gegeben hätte. Ich habe ihn sofort gefunden. Das war ein Schreibfehler. Also die Polizei hat es dann falsch eingegeben gehabt. So, dann haben wir es aber gehabt. Dann ist das jetzt endlich ermittelt worden. Und auch das vielleicht zur Klarnamenspflicht. Die Person, die das getwittert hat, hat mit Klarnamen ihren Account auch angemeldet gehabt. Man hat die gefunden. Jetzt habe ich gerade letzte Woche einen reizenden Anruf bekommen, eines reizenden Polizeibeamten, der mir sagte, also er hätte die Person jetzt mal vorgeladen. Das sei also, da müsste meine Mandantin sich wirklich keine Sorgen machen. Der hätte sie warnen wollen. Also, so, der hätte sie warnen wollen. Da ist ja natürlich, also Herr Lübcke, wissen wir ja alles. Und wenn die sich so öffentlich äußern wollte, also das sei eher Care-Arbeit, muss ich mal sagen, für meine Mandantin gewesen. Also man hätte dann wirklich guten Eindruck von dem gehabt. Und das wäre sicherlich nicht hier ernst zu nehmen. Und er entschuldigte sich aber sehr, sei auch arbeitslos gewesen und würde jetzt das unterlassen. Dass der einen anderen sehr bekannten Journalisten einen Tweet vorher gesagt hat, Pfui Deibel, da macht sich der, ich nenne jetzt den Namen nicht, mit den Antifanten gemein, auf Kosten der Steuerzahlen, Bomb drauf, Deckel drauf, Ruhe im Karton, der soll bloß aufpassen, habe ich ihn auch darauf hingewiesen. Daraufhin sagte er, ja, um den hätte er sich auch Sorgen gemacht. So ernst wird das genommen, wenn es Gewalt, also ganz öffentlich formulierte Gewalt gibt. Ich bin mir sicher, dieses Verfahren wird jetzt eingestellt werden. Und so ist es eigentlich immer, wenn man überhaupt einmal die Chance hat, dass
Personen gefunden werden, dann heißt es kein öffentliches Interesse oder es ist ja nicht ernst gemeint oder es folgt ja nichts daraus. Es ist ja nichts passiert. Wir wissen alle, es passiert. Ja, alle wissen, wir hören ja auch gerade, ist es ja wieder so aktuell, dass viele gerade in also Bürgermeisterinnen etc. aufhören, ihre Tätigkeit nachzugehen, ihr Engagement aufhören, weil wir wissen, diese Bedrohungen sind nicht nur digital, sie sind eben auch immer analog und es fordert ja dazu auf, andere Personen werden dadurch aufgefordert, Gewalt auszuüben. Wir haben in diesem Bereich ein riesiges Problem. Natürlich, Doxing ist ein riesiges Problem, dass Adressen weitergegeben werden und damit zusammenhängend, und das ist vielleicht für den Gesetzgeber dann auch wichtig, ist natürlich die Meldepflicht so und die immer noch die große, große Schwierigkeiten, Sperrungen im Melderegister zu bekommen. Ich vertrete viele Personen, die versuchen, eine Meldesperre zu bekommen und sie bekommen sie nicht, auch wenn sie sehr öffentlich auftreten, auch wenn sie schon bedroht worden sind. Und man kann mittlerweile ja auch digital Anfragen stellen ans Melderegister und bekommt Auskünfte von jeder Person, von der man die haben möchte, bekommt man sofort die Privatadresse. Und das Melderegister weiß noch nicht mal mehr, wer diese Anfragen gestellt hat. So, ich hatte neulich einen Fall, da wollte ich das gerne wissen, ob es denn eine digitale Anfrage gab. Und dann haben sie gesagt, wenn die analog gestellt werden, die Fragen, dann registrieren wir das. Aber wenn die Frage digital gestellt worden ist, dann wissen wir nicht, wer die Anfrage gestellt hat. Auch das, und dann hatte ich eben einen Doxing-Fall zum Beispiel, und da hieß es dann, da sagt die Meldebehörde dann, naja, jetzt ist ja die Adresse schon bekannt, jetzt macht es ja auch gar keinen Sinn mehr, sie jetzt zu sperren. Genau, wir haben ein großes Problem mit der Impressumspflicht. Das ist natürlich eine Katastrophe für Personen, die eine Webseite führen, dass sie unter ihrem Klarnamen und dann eben ihre normale, also viele Personen haben ja nur eine Privatanschrift, die haben gar keine Büroadressen. Und ehrlich gesagt, je bedrohter die Personen sind, je mehr sie sich dann auch noch, also Feministinnen, die antifaschistisch unterwegs sind, die sind so hoch gefährdet im Moment. Und da gibt es dann auch niemanden mehr, der denen irgendwie eine Büroadresse zur Verfügung stellen würde, weil so große Angst besteht, dass dann was passiert. Und es passiert ja auch immer wieder etwas. Auch da muss man sicherlich gesetzgeberisch etwas ändern. So, das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, mit dem ich mich auch sehr, sehr viel beschäftigen muss, ist eigentlich die Fortsetzung der häuslichen Gewalt oder Partnerschaftsgewalt oder wie auch immer man sie nennen möchte, im Digitalen. Die Phänomene sind, glaube ich, hier bekannt. Es gibt sehr, sehr häufig die Drohung mit der Veröffentlichung von einmal einverständlich angefertigten intimen Bildern, Fotos, Videos, was auch immer. Das gehört fast schon zum Klassiker bei einer Trennung, wenn die nicht einverständlich, also jedenfalls nicht aus Sicht des Täters gewollt ist. Dann gibt es diese Drohungen ganz häufig. Und es gibt eigentlich nichts, also es gibt viele, viele Betroffene, die sich deswegen nicht, also die es nicht wagen, sich zu trennen oder die irgendwie versuchen, Lösungen zu finden, damit das nicht geschieht. Weil man weiß, wenn das dann tatsächlich geschieht, dann werden die auch eigentlich nicht mehr zurückgeholt, diese Veröffentlichungen. Wir haben das häufig, dass Facebook-Profile geändert werden, dass da Dinge gepostet werden, die eben nicht von den Personen selbst sind. Wir haben das große Problem, dass viele Betroffene eben leider ihre ganzen Accounts von ihren Partnern erstmal einrichten lassen, dass sie gar nicht wissen, wie man das dann ändert oder was alles eigentlich zu ändern wäre. Wir brauchen ganz viel Aufklärung. Es ist häufig so, ich habe jetzt mehrere Fälle bearbeitet, bei denen Selbstvergewaltigungen gefilmt worden sind und dann damit gedroht wird, die Vergewaltigung zu veröffentlichen. Wenn es eine Anzeige gibt, Betroffene zeigen dann auch nicht an, weil sie wissen, sie können das nicht mehr zurückholen. Ich habe ganz viel, also immer wieder Mandantinnen, die dann irgendwann kommen und mir irgendwelche Kameras vorbeibringen und sagen, ich habe hier jetzt unter meinem Bett das gefunden oder in meinem Kleiderschrank das, und diese Mini-Kameras, die alles aufnehmen, die sie überwachen. Wir zeigen das alles an. Es ist dann auch, also auch mit den
Handys ist ein großes Problem. Mittlerweile werden die dann manchmal, also wenn es dann um andere Delikte geht, werden die durchaus auch mal von der Polizei angesehen. Dann wird aber alles angesehen. Dann wird alles angesehen, auch jeder Chat, den meine Mandantin dann mit ihrer besten Freundin geführt hat. Also es wird dann das Ganze um, nämlich dann zu gucken, was ist das denn für eine Person? Wie hat sie denn eigentlich darüber gesprochen nach der Tat? Und dann finden wir häufig die gesamten Chats aus ihrem gesamten Leben, aber nicht das, worum es uns eigentlich geht, mal zu sehen, ist hier eigentlich irgendetwas auf ihr Handy draufgespielt worden, ist sie überwacht worden etc. Das wird nicht untersucht, sondern eigentlich nur das Verhalten der Betroffenen nach einer Tat. Viele Taten sind verknüpft mit irgendwelchen Delikten, die ich als digitale Gewalt ansehen würde. Sie werden aber dann, weil die Staatsanwaltschaften auch nicht darauf eingestellt sind, eingestellt im Hinblick auf die analogen Taten. So, das ist ja grundsätzlich eine Praxis, dass man, wenn es viele verschiedene Taten gibt, das dann auf eine der schwersten Taten hin einstellt. Das ist auch richtig so, alles andere würde überfordern, aber so fällt eigentlich die digitale Gewalt auch fast immer runter, was aber meines Erachtens häufig nicht richtig ist, weil es nochmal eine ganz andere Dimension hat, weil es verlässt eben den Raum zwischen den Personen und es geht eben in den öffentlichen Raum und für viele Betroffene ist also die Veröffentlichung dann von Nacktbildern in ihrem gesamten, also es gibt ja Fälle, also im gesamten Bekanntenkreis oder über das Intranet in der Firma, wo die Frau arbeitet oder also wo auch immer, das sind schon sehr erhebliche Taten. Die Polizei, kann ich sagen, ist total überfordert. Ja, die ist nicht ausgestattet und nicht ausgebildet. Wir brauchen unbedingt Sonderdezernate dafür. Da führt kein Weg dran vorbei, denn die können das nicht so. Und das können sie aber ganz genauso, wie sie auch kein Stalking können. Ja, so. Also auch das analoge Stalking zum Beispiel überfordert Polizeikapazitäten vollkommen. So, es überfordert auch mich als Anwältin, weil wenn ich, also das ist ja anders als sonst, auch Polizeiarbeit ist ja einzugreifen in dem Moment, da ist eine Tat zu Ende, dann zeige ich an, beim Stalking ist sie nicht zu Ende, sondern ich bin mittendrin, wenn ich dann sage, ich bin hier übrigens die Anwältin, dann werde ich überschwemmt mit E-Mails, Kontaktanrufen, was auch immer. Und bei der Polizei ist das nicht anders, die können überhaupt nicht agieren. Und die brauchen einfach ganz andere Kapazitäten. Staatsanwaltschaft auch. Staatsanwaltschaft gibt es auch keine Sonderzuständigkeiten. Ich finde das manchmal richtig rührend, wenn dann jemand, also gerade hatte ich so einen Fall, da ist eine Frau auch, deren Bilder auf einer Pornoseite aufgekommen, das geht dann an die normale Staatsanwaltschaft, also so eine Buchstabenabteilung, sagen wir. Dann traf ich den Staatsanwalt, der war total erschüttert, dass es so etwas gibt. Ja, so. Dann sage ich, finde ich auch wirklich schlimm. So, aber dass sie erschüttert sind, also das ist ein Massenphänomen, das wir haben. Und sie haben überhaupt gar keine Ahnung, wie sie dagegen vorgehen. Stalkerware verstehe ich auch nicht so richtig. Hatten wir neulich schon mal, warum es die eigentlich gibt, was es eigentlich für einen legalen Sinn gibt an diesen Dingen. Genauso wie ich nicht verstehe, warum gibt es eigentlich versteckte Kameras in Kleiderbügeln oder in Kleiderständern, kann ich gar nicht verstehen. Das hat doch nur den Sinn, Menschen heimlich zu filmen und zu eben dann letztlich ja auch zu erniedrigen. Wir haben ganz viele Straftatbestände, unter die sehr viele der Delikte fallen, wenn sie denn wirklich verfolgt werden würden. Man muss darüber nachdenken, wie man mit dem öffentlichen Interesse umgeht. Wir haben ja ganz viele dieser Delikte sind Antragsdelikte. Das heißt, sie müssen innerhalb von 3 Monaten nach Kenntnis der Tat einen Strafantrag gestellt werden. Und dann haben wir bei vielen Delikten noch, dass das öffentliche Interesse angenommen werden muss. Und das wird eben im Moment immer nicht angenommen. Darüber muss man nachdenken, ob man das anders regeln kann. Wir brauchen das digitale Gewaltschutzgesetz, finde ich auch eine wirklich gute Idee, zu sagen, wir können dann auf eine sehr schnelle Art und Weise bestimmte Accounts einfach sperren. Aber natürlich ist das Problem, es werden sofort andere Accounts folgen. So, das ist ein ganz kleiner Schritt, das wird nicht wahnsinnig helfen, aber es wird ein wenig helfen. Wir brauchen für die Betroffene
auch die betroffenen Möglichkeiten von Prozesskostenhilfe nochmal ganz anders. Auch das ist vielleicht etwas bei, wenn Betroffene anwaltliche Hilfe sich suchen, ist es auch bei der analogen häuslichen oder Partnerschaftsgewalt so, dass wenn es nicht bestimmte sehr schwere Delikte sind, wird anwaltliche Vertretung nicht beigeordnet, sondern braucht man Prozesskostenhilfe und es muss den Personen nicht zumutbar sein, sich selbst zu vertreten. Berliner Praxis ist zum Beispiel, dass es immer zumutbar ist, sich selbst zu vertreten. Man war ja mit dem Mann auch mal verheiratet. So, dann kann man sich auch noch mit dem an einen Tisch setzen, wenn es einfach nur um die Gewalt geht zum Beispiel. Das ist so die Ansicht, die in Berlin vertreten wird. Das ist nicht überall so, aber da braucht man unbedingt Unterstützungsmöglichkeiten, denn viele Betroffene können sich es nicht leisten, sich vertreten zu lassen. Bei digitaler Gewalt wird es sowieso nicht angenommen, dass es erforderlich wäre. Wir brauchen unbedingt mehr Forschung sowieso in dem gesamten Bereich. 2004, glaube ich, hat Anke gesagt, ist die letzte große Studie des Frauenministerium, das ist natürlich eine Katastrophe, dass wir da nicht mehr haben. Wir kriegen jedes Jahr die BKA-Statistik über Frauenmorde und Gewalt in Partnerschaften, dann sind alle kurz mal empört und ansonsten interessiert es das Jahr über wenig Menschen, was da alles passiert und da brauchen wir viel, viel mehr. Wir brauchen Öffentlichkeitskampagnen, denke ich, auch dazu, insgesamt zur Gewalt gegen Frauen und zu digitaler Gewalt. Wir brauchen Fortbildungsverpflichtungen, auch in der Justiz. Wir haben immer noch keine Fortbildungsverpflichtung von Richtern und Richterinnen. Das brauchen wir unbedingt. Wir brauchen mehr Fortbildungen bei Staatsanwaltschaften und Polizei. Ich denke, wir brauchen, es gibt ja dieses Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das es jetzt gibt. Das ist schon, ich finde, also ehrlich gesagt, das ist eine Unverschämtheit, dass man die geschlechtsspezifische Gewalt, ich denke immer, das machen die extra. Also, dass sie das jetzt nicht, überhaupt nicht an keiner Stelle erwähnt haben, kann man eigentlich 2020 nicht verstehen, finde ich. Oder man will es eben so. Ich glaube, dazu sagt Anne-Kathrin gleich noch ein bisschen was. Genau, wir können ja vielleicht später nochmal über konkrete Überlegungen, ich komme jetzt erstmal zum Ende. Genau, vielen Dank. Vielen Dank. Genau. Von mir auch nochmal ein Danke im Übrigen jetzt an Anne-Kathrin Wolf, die eingesprungen ist kurzfristig für Leonie Steinl, die terminlich verhindert war und ebenfalls auch im in der Strafrechtskommission des Juristinnenbundes sitzt und deswegen diesen Teil jetzt beleuchten wird. Wollen wir das mit der Präsentation? Ja, auch ich stelle mich ganz kurz noch mal vor. Mein Name ist Anne-Kathrin Wolf, das wurde jetzt schon gesagt. Ich bin hier heute als Mitglied der Strafrechtskommission des DJB. Ich bin zugleich auch Rechtsanwältin in Berlin und dadurch werden sich die Perspektiven da möglicherweise auch ein bisschen vermischen. Maßgeblich werde ich hier jetzt aber schon die Position des Deutschen Juristinnenbundes darstellen. Und in meiner Präsentation, das werden wir jetzt gleich sehen, werfe ich jetzt eigentlich nur noch mal an die Wand, was auch schon hier ganz vielfältig gesagt wurde. Ich kann mich da im Grunde ganz vielen Sachen einfach nur anschließen, insbesondere auch dem Stichwort, dass sich hier digital einfach fortsetzt oder die ganzen Probleme einfach fortsetzen, die wir eben auch in der realen Welt schon kennen, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht und dementsprechend fange ich dann auch gleich mit dem ersten Stichwort an, das hatte Christina tatsächlich gerade auch schon gesagt, nämlich die geschlechtsspezifische Dimension, die eben digitale Gewalt hat und die es auch immer wieder zu betonen gibt, damit eng verknüpft aber auch die Erkenntnis, dass es natürlich sich auch alle Diskriminierungsformen und auch insbesondere die ganzen Phänomene der Mehrfachdiskriminierung natürlich auch im digitalen Raum widerspiegeln und dass eben auch einfach nicht zu trennen ist und dass wir hier eben insbesondere auch die Trias Rassismus, Antisemitismus und Frauenhass, dass wir das einfach ganz eng zusammen sehen müssen und dass es eben dafür auch ganz wichtig ist zu erkennen, dass das einfach sich dort fortsetzt.
es schafft oder im Internet wird dadurch eben ein weiterer Nährboden geschaffen für eben Gewalt, Hass und Diskriminierung von Frauen. Und wir müssen eben auch ganz klar sehen, dass dadurch natürlich auch einfach der Diskurs massiv beeinträchtigt wird, dass Frauen insbesondere eben dann auch zurückgedrängt werden sollen und es am Ende auch mutmaßlich gelingt, einfach weil dort eben inzwischen ein Ausmaß an Hass und Formulierung herrscht, was man sich eben auch nicht vorstellen kann. Und wir müssen, glaube ich, auch erkennen, dass da häufig eben auch das sehr organisiert geschieht und dass da sozusagen digitale Schlägertrupps unterwegs sind, dass das auch zum Teil durch die Algorithmen einfach befördert wird, wenn es dann darum geht, dass natürlich Inhalte, die besonders aufsehend erregend sind, dass dort eben die Nutzer dann auch einfach länger verharren und dass dadurch natürlich auch alles fortgesetzt wird. Worauf ich auch nochmal ein Augenmerk setzen will, ist es hier schon gefallen, das Stichwort der Istanbul-Konvention, weil wenn wir uns fragen müssen, Opferschutz, was sind denn unsere Argumente, um nicht einfach immer nur wieder zu wiederholen, dass Opferschutz wichtig ist. Und ich meine, wir haben sie jetzt seit 2018, es ist inzwischen auch ein bisschen alter Hut, aber die Istanbul-Konvention ist natürlich für uns einfach ein ganz, ganz wichtiges Instrument, deswegen möchte ich es hier auch nochmal sagen, weil wir hatten natürlich auch schon länger Instrumente wie die CEDAW, also die Frauenrechtskonvention oder die Behindertenrechtskonvention, die Stichworte sind gefallen, aber da war dann eben allzu oft auch einfach die Argumentation, naja, das sind ja alles ganz schwammige Regelungen, daraus können wir nichts ziehen. Jetzt haben wir hier durchaus ein Instrument, wo wir, glaube ich, ganz viele Forderungen, die jetzt schon gefallen sind, wo man anknüpfen kann, wo man sagen kann, wir sind oder der Staat ist auch einfach verpflichtet zur Umsetzung. Das fängt dann damit an, dass es einfach einen ganzheitlichen Ansatz geben muss, dass es eine Sensibilisierung geben muss. All das sieht die Istanbul-Konvention vor. Und da muss man eben auch ganz klar sagen, dass die Istanbul-Konvention einfach auch ganz explizit auf die psychische Gewalt und auch auf die wirtschaftlichen Schäden, die es zu verhindern gilt, abstellt. Und wir damit hier natürlich ein ganz schönes Instrument haben, um auch zu sagen, ja, wir müssen hier Regelungen schaffen und wir müssen eben das dann auch einfach ganz klar verhindern. Das Gleiche gilt auch im Hinblick darauf, dass sie natürlich auch ganz klare Vorgaben dazu gibt, dass es Forschung geben muss, dass es Datenerhebung geben muss dazu, wie Phänomene oder die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen sozusagen, dass es darüber Daten geben muss und dass diese Daten auch ausgewertet werden müssen, weil das ist für uns natürlich tatsächlich ganz wichtig, einfach um auch nicht immer nur zu sagen, ja, wir sehen, das gibt's ganz viel und wir haben ganz viele Betroffene, sondern dass man eben auch einfach sagen kann, ja, so und so viel und hier muss dann eben auch was getan werden. Wie gesagt, ich will mich dazu ganz kurz fassen eigentlich, weil ich denke, die Diskussion wird dann auch noch mal mehr hergeben. Aber es ist genau das, was Christina auch schon gesagt hat zum aktuellen Gesetzesentwurf, dass dort jetzt einfach die geschlechtsspezifische Dimension, obwohl, glaube ich, auch viele Verbände vorher geschrieben haben dazu und darauf hingewiesen haben, einfach gar nicht erfasst ist. Und wenn wir jetzt Regelungen haben, die eben auch zu begrüßen sind, etwa dass eben auch antisemitische Motive etwa bei der Strafzumessung zu berücksichtigen sind, das ist natürlich zu begrüßen. Aber dann müssen es gleich wohl auch sexistische Motive sein. Ähnlich ist es, wenn man jetzt sagt, dass im 126 in dem Katalog, der die Störung des öffentlichen Friedens betrifft, dass man da jetzt auch die gefährliche Körperverletzung aufnimmt, dann aber gleichermaßen gar keine Delikte aus dem Bereich der Sexualstraftaten dort findet, dann fragt man sich schon, wie das hier gar nicht berücksichtigt werden konnte und muss da sich vielleicht auch nochmal kritisch angucken, ob es da Regelungsbedarf gibt. Auch der DJB begrüßt ganz grundsätzlich die Idee eines digitalen Gewaltschutzgesetzes. Wir hatten hier jetzt aber auch schon das Problem zum Beispiel, dass jetzt gesagt wurde, ja, Zustellung, also es muss dann auch Regelungen geben, an wen man dann auch sozusagen das Ganze zustellt. Gleichermaßen muss man sich darüber Gedanken sicher machen, was dann auch Fragen des Putbacks angeht. Also sprich, wir können ja nicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt so Möglichkeiten schafft, dass das dann auch nur von der von uns anvisierten Seite genutzt wird. Deswegen muss es natürlich auch, wenn dann Accounts
gesperrt werden, Möglichkeiten geben, dass man sagt, ja, ich bin hier zu Unrecht gesperrt worden und den Account dann sozusagen auch wieder ins Leben bringen kann, weil sonst kann das natürlich auch alles von einer Seite zurückkommen, die hier nicht gewollt ist. Dasselbe gilt eben auch für die Meldemöglichkeiten, dass es hier einfach klare Regelungen geben muss. Es kann zum Beispiel nicht sein, wenn man Sachen dort meldet, dass die Opfer dann angeben müssen, um welche Straftaten es sich hier handeln könnte oder dass dann schon ganz darauf hingewiesen wird, dass man sich, wenn man jetzt fehlerhafte Meldungen macht, selbst strafbar machen kann. Das sind natürlich alles Sachen, wo dann Opfer natürlich auch abgeschreckt werden, hier eine Meldung zu machen. Ähnliches gilt auch für die Klarnamenpflicht. Das ist jetzt hier schon gefallen, das Stichwort, dass das natürlich kritisch gesehen werden muss, weil zum einen kann man es nicht überprüfen mit den Klarnamen, zum anderen hält es dann die Leute, wie Christina auch dargelegt hat, auch gar nicht ab. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich dann das Problem, dass dann möglicherweise gerade die Menschen, die eben hier sowieso schon verdrängt wurden, die sich gar nicht mehr trauen, unter Klarnamen zu schreiben, dann hier eben weiter benachteiligt werden. Insgesamt, das wurde jetzt auch schon gesagt, glaube ich, da können wir dann ja auch nochmal in der Diskussion drauf kommen. Es gibt schon sehr viele strafrechtliche Normen, die auch viele Phänomene durchaus erfassen. Das heimliche Filmen wurde hier schon genannt, sodass man ganz genau gucken muss, ob man da tatsächlich Strafschärfungen fordert oder ob es nicht tatsächlich eher die Probleme sind, die eben hier auch schon genannt wurden. Nämlich, dass zum einen möglicherweise da einfach das Bewusstsein, oder was heißt möglicherweise, also dass das Bewusstsein oft bei den Ermittlungsbehörden gar nicht da ist, dass halt einfach das Know-how, die Kapazitäten, selbst wenn sie wollen würden, gar nicht da ist, also sozusagen, dass auch regelmäßig ohnehin diese wenn man eben Daten auswerten will auf elektronischen Geräten, das wird im Moment auch ausgelagert, auch an Externe, das dauert ewig. Das ist natürlich in den Fällen auch gar nicht zu bewerkstelligen dann. Das heißt, wir fordern da auch ganz klar einfach, dass man dort, also dass es da mehr Kapazitäten braucht, dass man dort auch die technische Ausrüstung braucht und dass man natürlich auch das Wissen dazu braucht. Das ist einfach im Moment nicht vorhanden, auch schon gesagt. Und deswegen will ich das auch nur kurz nochmal anreißen, ist halt, dass natürlich in der polizeilichen Kriminalstatistik das unzureichend erfasst ist, dass sozusagen wir gar nicht da spezifisch rausfinden können, sozusagen wann geschlechtsspezifische Hasskriminalität vorliegt. Das wurde jetzt auch schon gesagt. Und auch das hatte Christina schon gesagt, dass es genau das Problem ist, mit wann ein öffentliches Interesse besteht. Die Staatsanwaltschaften stellen eben ganz häufig ein, das machen sie ja auch bei den Beleidigungsdelikten in der realen Welt in der Regel. Das hat auch sicher mit einer Überlastung zu tun, dass man da diese vermeintlich kleinen Sachen sozusagen wegbekommen will. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man die Dimension nicht erkennt, weil es natürlich was anderes ist, wenn sich Nachbarn einmal beleidigen, im Gegensatz dazu, dass das einfach eine Streubreite hat, die man dann gar nicht mehr übersehen kann. Und letztes Stichwort, und ich glaube, dann können wir auch in die Diskussion gehen, sind einfach die Fortbildungen, die wir ja auch immer wieder fordern für Justiz, für Richterinnen und Richter, für die Staatsanwaltschaften, weil da schon im Bereich Gewalt gegen Frauen sicherlich auch ein Nachholbedarf besteht. Und wenn es dann noch aus deren Sicht zu sowas Spezifischem kommt wie digitaler Gewalt, dann ist man da eben dann auch völlig raus. Und ich denke, wir können vielleicht dann einfach in der Diskussion noch über einige spezifische Fragen reden und würde es dann dabei belassen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Das war viel Inhalt. Und ich bin sicher, dass es sich auch gelohnt hätte, wenn wir viel mehr Zeit für jeden Beitrag gehabt hätten, weil es da, glaube ich, noch viel gibt, was man zu sagen könnte. Deswegen würde ich gerne sofort in Diskussion und Fragerunde übergehen. Und was wir uns dazu überlegt haben, wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde und vielleicht können wir auch ein kleines bisschen überziehen.
dass zunächst mal wir vorne am Podium ein paar Fragen stellen, die uns innerhalb der Fraktion ja auch schon gekommen waren und uns auf den Nägeln brennen, und dass wir dann zum Schluss hin in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten aber auch ans Publikum öffnen. Und ich sehe die erste Meldung bei Conny Möhring. Ja, vielen Dank für die umfangreichen Inputs. Bei mir sind tatsächlich ein paar Fragen aufgeploppt, wo ich gerne nochmal nachfragen würde, weil mir, das hebe ich gleich auf, Doris, ich habe meine Notizen hier gerade durch die Gegend geschmissen, weil mir da das Wissen fehlt. Die erste Frage, es haben jetzt mehrere gesagt, dass ein digitales Gewaltschutzgesetz sinnvoll wäre. Was mir aber wirklich noch nicht ganz klar ist, ist, welche Probleme würde das lösen und welche sicher nicht. Also vielleicht kann man das nochmal auf den Punkt bringen. Und dann stelle ich mal ganz gierig noch eine zweite Frage, weil mich umtreibt, dass seit 2 Wochen, vielleicht haben auch einige andere hier diesen Dokumentarfilm zu dem Festival Monis Rache gesehen. Der lief, glaube ich, so um 2 Wochen vorher, ging durch die Medien, wirklich sehr beeindruckend. Da hat eine Journalistin aus Hamburg hat aufgedeckt, dass unter anderem bei einem Festival Kameras installiert waren auf dem Dixi-Klo und dann die Aufnahmen auf Pornoseiten gestellt wurden. Die hat es auch rausgefunden, wer das ist. Was mir noch nicht klar ist, wie ist das wirklich konkret über Strafrecht eigentlich abgedeckt? Also, und hat das, wenn Betroffene das rausfinden, das ist ja auch nicht so einfach, weil die Betroffenen, die tummeln sich ja nun eben nicht auf den einschlägigen Seiten, aber wenn die das rausfinden, welche Aussichten haben die denn eigentlich, dass das auch zur Strafverfolgung führt? Also vielleicht kurz zum Zweiten, und vielleicht kann Christina mich korrigieren, wenn ich es nicht richtig sage, aber also diese heimlichen Filmaufnahmen, da haben wir ja tatsächlich den Paragraphen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, den 201a, das heißt, immer wenn das in geschützten Bereichen ist, also hier sozusagen das heimliche Filmen auf der Toilette, dann wäre das erfasst. Da ist meines Erachtens vielmehr das Problem, dass die Menschen das ja in der Regel nicht mitbekommen und sich dann auch nicht auf den einschlägigen Plattformen bewegen, um dann sozusagen auch festzustellen, dass da solches Material existiert und es dann eben auch nicht anzeigen, sodass das wahrscheinlich eher was wäre, wo man das von der Seite auslösen müsste, dass solches Material gefunden wird im Internet und dann auch rausgenommen wird, wenn eben erkennbar ist, dass es hier offensichtlich die Person, die das betrifft, nicht mitbekommen hat. Weil das Problem ist da, glaube ich, eher, dass die Betroffenen das nicht mitbekommen. Ja. Das ist sogar kein reines Antragsdelikt, soweit ich recherchiert habe. Ich würde da auch vor allem die Plattform irgendwie ein bisschen problematisieren, weil ich habe schon mehrere Artikel dazu gelesen und mit Journalistinnen, die dazu recherchieren, gesprochen, und da ist tatsächlich, die sagen sehr, sehr oft, die nehmen solche Videos, das sind entweder heimlich gefilmte oder auch, wo der Verdacht auf sexualisierte Gewalt besteht zum Beispiel, nehmen die nur runter, wenn die Betroffenen sich selber melden. Das heißt, also es gibt da zwar oft so Meldefunktionen, aber da gibt es Recherchen von JournalistInnen, da wird ein ganz kleiner Bruchteil wird dann runtergenommen nach solchen Meldungen, und die berufen sich teilweise tatsächlich auf sowas wie Freedom of Sexual Speech oder so ähnlich und sagen, wir nehmen das nur runter, wenn die Betroffenen sich selber melden, was so ein bisschen absurd ist. Und genau, also ich glaube, keiner Plattform würde was verloren gehen, wenn ein paar Videos, wo nicht ganz klar ist, ob sie konsensuell sind, wenn die runtergenommen werden. Also, ja. Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, da könnte man natürlich auch darüber nachdenken, ob es nicht von den PlattformbetreiberInnen eine Beihilfehandlung ist. Also ob man die nicht auch sogar in so eine Strafbarkeit hineinnimmt, müsste man ja überlegen. Ich meine, wenn es offensichtlich ist, und ich habe das jetzt nicht so im Einzelnen verfolgt, da mit diesem Festival, aber das scheint ja doch relativ offensichtlich gewesen zu sein, dass es heimliche Aufnahmen sind, und wenn man das dann ins Netz stellt, dann weiß man ja eigentlich, dass man etwas, was gegen den 201a ist das, glaube ich, STGB verstößt, dass man das nicht tun darf, und dann müsste man eben auch die mal verfolgen. Ich glaube, das ist dann aber insgesamt wie mit Strafverfolgung es eben gerade ist. Ja, also wenn ich heutzutage eine Vergewaltigung anzeige, habe ich vielleicht in 2 bis 3 Jahren mal die erste Hauptverhandlung. Deswegen. Und das ist in einer so schnellen Zeit
ist das natürlich abwegig. Ja, so. Und das sind dann auch, also es sind eben auch da die Kapazitäten, auch dann letztlich von Staatsanwaltschaften und Gerichten, die letztlich zu einer Straflosigkeit führen in diesen Bereichen. Weil das, und dann stellt man es eben ein, weil man hat eben auch noch, also man ist schon mit anderen Delikten so sehr beschäftigt und genau, das ist ein großes Problem. Das Gewaltschutzgesetz würde, hätte den Vorteil, dass man eben sehr schnell möglicherweise, also ich weiß nicht, wie sehr durchdacht das jetzt schon alles ist, aber dass man bestimmte Accounts einfach sperrt und löscht und dass man die nicht mehr hat. Das ist so ein kleines, also die sind dann eben erstmal weg, die sind verboten, das muss man zugestellt kriegen. Das ist auch so beim Gewaltschutzgesetz, beim analogen Gewaltschutzgesetz ein riesengroßes Problem, die Betreiber dann zu finden etc., aber man könnte es eben einfach sperren. Und das ist für einen kurzen Moment eine gute Möglichkeit. So, dass natürlich die dann neue Accounts wiederherstellen oder neu eröffnen, ist dem, das wissen wir alle. Vielleicht kann ich dazu auch nochmal sagen, weil da beim 201a also sich auch tatsächlich dann aber wieder das Problem stellt mit dem Strafantrag, mit dem öffentlichen Interesse. Also das, was Christina auch gesagt hatte, dass die Staatsanwaltschaft dann, wenn eben kein Strafantrag gestellt ist, ein öffentliches Interesse annehmen muss zur Strafverfolgung, was die dann eben manchmal auch nicht machen, wenn sie es nicht sehen. Und da ist immer so ein bisschen die Idee, ob man da möglicherweise über die RIST-BV, also das sind die Richtlinien, die die Strafverfolgungsbehörden haben, ob man darüber nicht regeln kann, dass man dort zum Beispiel Formulierungen findet, wann eben ein öffentliches Interesse in der Regel anzunehmen ist. Also dass man hier dann zumindest einen Ansatz hat zu sagen, da müssen die in der Regel, wenn es eben eine bestimmte sozusagen Form von Videos oder so ist, da könnte man sicherlich über Regelungen auch noch nachdenken. Ich würde gerne zu der Geschichte nochmal dazu sagen, ich habe tatsächlich eine Betroffene auch, die nicht weiß, ob sie betroffen ist. Sie war auf dem Festival, aber sie weiß nicht, ob sie da mit drin ist. Und die Frage, die sich da ganz stark stellt, ist noch gar nicht mal so, wird der verknackt, kriegt der seine verdiente Strafe, sondern sind da jetzt Bilder von mir? Und wer hilft mir, das rauszufinden? Und wie kommen die da wieder weg? Also in dem Fall, wo man dann mal luxuriöserweise sogar den Urheber der Geschichte hat, wäre dann auch die Frage, die man stellen muss, ist der verpflichtet zu kooperieren, dass das da wieder rauskommt, weil anders als über den, der es hochgeladen hat, ist das ja ein Unkrautjäten, da weiß man ja gar nicht, wie findet man das eigentlich alles. Und das ist aber die eigentliche wichtige Frage für die Betroffenen. Das ist natürlich auch eine Justizjahre-Folge für die Urheber solcher Geschichten geben muss, ist natürlich völlig klar. Aber für die Betroffenen ist die viel entscheidendere Frage, bin ich da drin, wie finde ich das raus und wie kommt das da wieder weg? Ich hatte noch eine, Entschuldigung. Ergänzung dazu, weil wir noch so gar nicht über das Zivilrecht geredet haben, aber da könnte man halt zum Beispiel Unterlassungsansprüche mit Folgen, Beseitigungsansprüchen durchsetzen. Also man könnte halt, da braucht man eine anwaltliche Vertretung, das ist das Problem, es ist teuer zivilrechtlich, dann ist auch wieder eine Frage von Zugang. Aber wenn man weiß, wer der Täter ist, könnte man ihn halt in einem schönen Rhythmus dann mit solchen Aufforderungen quasi zuspammen. Und er wäre dann verpflichtet dazu, quasi das Netz zu durchsuchen und die Videos, die auftauchen, zu beseitigen. Du hast dich gemeldet. Ich habe noch eine Nachfrage. Wenn sich deins ein bisschen auf ein anderes Thema bezieht, würde ich die gerne noch loswerden, und zwar an Christina. So ein klein bisschen ketzerisch. Du hast gesagt, dass das manchmal wahnsinnig lange dauert von der Anzeige, bis es dann zur Hauptverhandlung kommt. Meine Frage wäre dann deine Forderung, dass die Zahl der Staatsanwaltschaften und Polizeien gedoppelt und gedrittelt wird? Und wenn nein, was dann? Sehr schwierig. Ich finde, man könnte die Eigentumsdelikte aus dem Strafgesetzbuch herausnehmen und dafür die in anderen Bereichen tatsächlich, genau, man kann auch den 218 mal streichen. Das könnte man alles tun, und man hätte, ich finde, man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren, und da brauchen wir, glaube ich, auch mehr
Wir brauchen da mehr Justiz. Mir fällt nichts anderes ein. Also wir können alle, also das ist ja auch interessant, dass auch von linker Seite immer die anderen Ansätze, wie man möglicherweise Straftaten begegnen könnte. Also es gibt ja verschiedene Modelle, wie man auch noch umgehen könnte mit Kriminalität. Das kommt eigentlich immer dann, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. So, dann kommt es, dann sagt man, oh, sollen wir nicht mal andere Formen finden? Bei anderen Delikten kommt man nicht auf die Idee. Da fordert man dann durchaus auch noch andere, also da fordert man nach hohe Strafen etc. Ich bin überhaupt niemand, die für, also ich weiß nicht, wozu höhere Strafen führen sollen. Ich halte nicht besonders viel von Gefängnis. Mir fällt nur nichts anderes ein. Mir fällt im Moment in dieser Zeit nichts anderes ein, als zu sagen, wir müssen bestimmte Dinge verfolgen, denn es gibt keinen Schutz davor. Ich meine, wenn man irgendwie über Polizei nachdenkt, wenn bestimmte Dinge nicht verfolgt werden, ja, und das ist jetzt auch bei analoger Gewalt, ja, also ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die in Brandenburg saß, von ihrem Mann misshandelt wurde, vom Klo aus irgendwie die Polizei anrief und die haben gesagt, ja, Sie wissen ja, Polizeireform, wir kommen in ungefähr 1,5 Stunden sind wir da, versuchen Sie mal aus dem Fenster zu klettern, dann muss man mehr Polizei fordern. Ja, so, dann fällt mir nichts anderes ein, dann braucht man auch mehr, man braucht natürlich mehr Beratungsstellen, man braucht mehr Frauenhäuser, man muss über all das nachdenken, wir brauchen viel, viel mehr Möglichkeiten. Also wir haben so ein System, völlig unzureichendes System für Betroffene von Gewalt also so ein Fluchtsystem eigentlich, da gibt es etwas, aber was dann eigentlich folgt, was ist denn mit den Frauen, wenn sie dann irgendwie wirklich aus der Situation heraus sind und dann sitzen sie eben ohne Arbeit, ohne Kita, ohne irgendwas in irgendwelchen Frauenhäusern, finden keine Wohnungen mehr, haben kein Handy mehr, weil sie überall auch da überwacht werden und sollen dann aber schön auch irgendwann mal wieder auf die Beine kommen. Da brauchen wir ein viel besseres, umfassendes Schutzsystem und ja auch mehr Polizei in bestimmten Bereichen. Bevor meine Frage kommt, als ich in Brandenburg an der Havel in meinem Wahlkreis ein Frauenhaus besucht habe, ist mir also auch genau das begegnet. Da waren also auch Frauen, die zum Beispiel Teenager-Töchter haben. Erzähl mal den Teenager-Töchtern, ein Smartphone ist verboten. Das geht nicht. Also schon gar nicht in der Pubertät, die halten sich einfach nicht dran. Ist auch wirklich zu viel verlangt. Und eine Betroffene, die wusste, dass sie da irgendwelche vermutlichen 2 Apps drauf hat, ist zur Kripo gegangen, hat das angezeigt und die haben ihr gesagt, wir haben leider keine Ahnung, was man da macht. Wir können ihnen nur helfen, indem sie ihr Handy da lassen. Wir legen es bei uns in die Schublade. Wenn er dann herkommt, dann passiert ihnen ja nichts. Ist halt keine Lösung, ja. Aber jetzt zu meinen Fragen. Ich habe 2 Fragen. Eine Frage betrifft nochmal das Thema Impressum. Da hatten wir die damals noch Justizministerin Katharina Barley im Digitalausschuss und ich hatte sie zu dem Thema auch befragt. Das konnte sie nicht direkt antworten, hat die Antwort schriftlich nachgereicht und hat im Prinzip sich mehr oder weniger damit rausgeredet, dass es europäische Gesetzgebung vorschreibt. Vielleicht kann sie das ja jetzt da in Europa auch verändern. Und das ist ja aber sowieso ja nur die geschäftsmäßigen Leute betrifft, weil es geht ja um die geschäftsmäßigen Online-Diensteanbieter, die Telemedien in der Regel gegen Geld anbieten. So, jetzt weiß man aber, dass auch Blogger betroffen sind, die da irgendwie so 3 Cent im Monat für irgendwelche Anzeigeplätze kriegen. Was ist mit Journalistinnen, die mit journalistischer Arbeit ihr Geld verdienen? Die sind jetzt trotzdem mitgemeint und in der E-Commerce-Richtlinie verpflichtet, ihre Privatadressen anzugeben, weil das ja wahrscheinlich ihre Geschäftsräume sind. Und schon sind sie angearscht. Und da wäre meine Frage, wenn man das jetzt trotzdem anders machen wollte, wie könnte dann eine sinnvollere Regel aussehen, die natürlich trotzdem andere Interessen absichert, nämlich dass ich eine zustellfähige Adresse habe, aber Privatpersonen davor schützt. Meine 2. Frage betrifft die Verantwortung, die ich auf Seiten des Staates sehe, in seiner Verantwortung Schutz der Integrität informationstechnischer Systeme regulierend sicherer zu stellen, zum Beispiel über die Definition von IT-Sicherheitsmindeststandards. Und da könnte man ja zum Beispiel vorgeben, dass es einfach nicht zulässig sein darf, Apps zu installieren, die dann anschließend nicht auffindbar sind. Also warum müssen die da unsichtbar auf Handys sein? Warum? Dafür gibt es keinen Grund, außer ich mache es heimlich bei wem anders. Und
Das könnte man ja zum Beispiel wegregulieren. Man könnte auch schwerer machen, dass jemand anders das eigene soziale Medienkonto übernimmt, indem man verpflichtend eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für bestimmte Dienste vorschreibt. Wäre das eine Option? Gibt es möglicherweise auch noch andere? Also inwieweit sollte man da im Rahmen der IT-Sicherheit regulieren? Diese beiden Fragen hätte ich an unsere Juristin. An alle Expertinnen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wegen Gesetz und so. Ich würde tatsächlich zu dem Thema, kann ich denn statt Impressumspflicht, ja, die Behörde, ich bin auf dem Amt gemeldet, wenn mich die Gerichtsvollzieherin sucht, dann findet die mich und eine ladefähige Adresse kennen die von mir. Es könnte also durchaus auch über die Meldeämter laufen, dass ich da sage, hier, hallo, ich möchte eine Nummer, Chiffre-Nummer, beim Dating hat das früher auch funktioniert, ich hole mir beim Einwohnermeldeamt eine Chiffre-Nummer für meine Website und dann schreibe ich die halt dahin. Dann habe ich, wenn ich eine Vorladung ausstellen muss, gar kein Problem, über das Meldeamt die Adresse rauszufinden, aber ich muss sie nicht online irgendwo hinschreiben. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Simpler könnte man auch einfach überhaupt mal öffnen, die Möglichkeit, dass es sozusagen Vereine gibt, bei denen man seine Adresse hinterlegt und dann gibt man da die Vereinsadresse an und dieser Verein hat dann sozusagen stellvertretend die Impressumsadresse. Ich kann mir da ganz viele Optionen vorstellen. Man müsste nur halt an der Stelle mal ein bisschen öffnen oder lockern. Und bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung würde ich dann aber gerne dazu sagen, dass es dann auch richtige Zwei-Faktor-Authentifizierung sein sollte und nicht falsche, weil die meisten Leute, die bei mir in der Beratung ankommen und das Wort schon mal gehört haben, stellen sich darunter was ganz anderes vor als das, was es real ist. Da ist der eine Faktor das Handy und der andere Faktor auch das Handy und das ist eine Ein-Faktor-Authentifizierung auf zwei unterschiedlichen Wegen und das muss dann natürlich auch wirklich zwei verschiedene Faktoren beinhalten. Und dann würde ich auch sagen, wenn wir anfangen, Leute zu verpflichten, ich sage immer, wer Rechnungen schreibt und wer Gehälter auszahlt, der braucht jemanden für die Buchhaltung und wer Computer betreibt und eine Website hat, der braucht jemanden für die Administration. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit zu sagen, dass das nicht mehr erlaubt sein soll, weiß ich nicht, aber dass man die Organisationen, Behörden und so weiter dazu anhält, auch wirklich die digitalen Geräte, die sie haben, zu administrieren und da verantwortungsvoll mit umzugehen. Also ich würde das mit dem Impressum tatsächlich mal mitnehmen. Ich kann dazu jetzt so spontan nichts sagen, weil es ja wirklich mal, also ich kann einfach nicht sagen, was die europäischen Grundlagen da tatsächlich sind, da müsste man einfach mal gucken, was da genau vorgegeben ist, um dann zu sehen, ob eben dieser Umweg über den Verein sozusagen zulässig ist. Ja, und das würde ich aber für uns auf jeden Fall mal mitnehmen und das sozusagen als Hausaufgabe mir angucken. Genau, weil die Zeit schon so weit vorangeschritten ist, würde ich auf die Frage verzichten, vielleicht einen Hinweis machen, genau, mehr Polizei an der Stelle. Ich finde das sehr erfrischend, wie du das dargelegt hast vor dem Hintergrund der Notwendigkeiten und der Zeiträume, die ins Land gehen, bevor wirklich irgendwo gehandelt werden kann. Ich kenne gerade auch einen aktuellen Stalking-Fall aus Bremen, der liegt 3 Jahre, während der alles weitergeht, ja, wie es eben angeklagt worden ist, auf eine super dramatische Art und Weise und das geht halt überhaupt nicht und deswegen würde ich schon auf jeden Fall sagen, also mehr Geld ins Justizsystem muss sein, also dass sich da die Akten stapeln und es nicht vorangeht, auf jeden Fall und ich finde aber auch, dass ganz massiv betont werden muss, wofür und da gehört die sogenannte Medienkompetenz dazu, aber auch LGBTIQ-Kompetenz, also da ist eine totale Überforderung auch in dem Bereich, der ja dann auch nochmal besonders betroffen ist und es müssen mehr Frauen dann sozusagen auch rein, die dann, behaupte ich jetzt mal so ein bisschen essentiell, dann eben auch nochmal einen anderen Erfahrungshintergrund mitbringen, um das einschätzen und verstärken zu können. Also ich glaube, das sind ganz wesentliche Sachen, da auch entsprechend
ja, die Kompetenzen zu stärken und nicht zum Beispiel mehr Polizei so irgendwie einzufordern, wie es ja auch gemacht wird im Sinne des der Polizeigesetze, die gestärkt werden sollen für mehr Überwachung, sondern für mehr, das ist ja völlig klar irgendwie, für mehr Kompetenz in solchen Fragen und für mehr Priorisierung auch, dass da eine Art von, ja, irgendwie auch eine Eile finanziert werden kann, um Fälle schnell ja, einer Lösung oder einer Zwischenlösung zuzuführen. Und da finde ich dann, wenn da irgendwie an bestimmte Plattformen herangetreten werden kann und zu sagen, ey, wir machen das jetzt mal eben schnell dicht, ja, das finde ich dann schon auch teilweise erwägenswert. Muss man gucken, was man sich damit einhandelt tatsächlich so, ja, also nicht, dass es dann plötzlich auch gegen alle möglichen Betreiber von Plattformen gehen kann, aus ganz anderen Gründen, aber ich finde, da muss man halt eben gucken, auch innenpolitisch sozusagen, was wir uns für Forderungen da ins Haus holen. Aber das ist ja auch eh klar, wollte ich nur noch mal unterstrichen haben. Dazu vielleicht nur noch mal sagen, dass es wahrscheinlich auch einfach wichtig ist, dass es zusammengedacht wird, weil es gibt ja dann durchaus sowas wie, sagen bei der Amtsanwaltschaft, die diese Abteilung, die da die häusliche Gewalt dann durchaus macht, wo dann aber, glaube ich, dass überhaupt nicht drüber nachgedacht wird, dass dann da möglicherweise auch andere Delikte angedockt werden müssen oder dass das sozusagen dann auch so ein Gesamtbild ergibt und dass dann, oder auch, es gibt ja auch durchaus diese sozusagen auch dieses Bewusstsein für Transpersonen oder so, das ist dann aber bei einer Person angesiedelt, wo das dann eben auch, glaube ich, dann einfach nicht zusammenläuft, obwohl da möglicherweise sogar jemand ist, der da als Anlaufstelle fungiert, sodass das sicherlich auch wichtig ist und es gibt es ganz sicher auch nicht ausreichend. Also. Vielleicht könnte ich dazu auch noch mal zu dem Thema mehr Überwachung und immer mehr Überwachung noch hinzufügen. Es gibt dieses Sprichwort, dass man die Nadel nicht dadurch besser findet, dass man mehr Heu auf den Heuhaufen wirft. Und im Gegenteil haben wir das, habe ich das in der Beratung auch regelmäßig, dass die Leute, also die Klientinnen zunehmend verunsichert sind dadurch, dass sie wissen, mit dem Staatstrojaner kann man ja überwachen und vielleicht kann ja mein Bedroher das auch, dass sie auch zunehmend so ein Unrechtsgefühl, Unrechtsbewusstsein entwickeln. Das Bauchgefühl sagt, hier läuft was ganz verdammt schief, ich werde überwacht, aber der Kopf kriegt das gar nicht mehr richtig klar, was genau passiert hier eigentlich. Werde ich persönlich angegriffen oder bin ich nur Teil eines großen Überwachungsapparates und bin eigentlich gar nicht selber das einzige Ziel. Und da gibt es ja auch schon Studien zu, dass diese Form von Kontrollverlust wirklich dazu führt, dass man auch anfälliger wird für Wahnideen, für Verfolgungsproblematiken. Unsere Betroffenen sind zwar nicht wahnhaft, sondern wenn, dann eher hypervigilant, also eher überaufmerksam und wittern dann überall Angriffe, wo vielleicht auch gar keine sind. Aber das ist ein Riesenthema bei uns. Also etwa ein Viertel unserer Klientinnen bringen dieses Thema mit, indem sie gar nicht mehr wirklich auseinanderhalten können, was ist jetzt real und was nicht. Und das hängt mit der zunehmenden Überwachung zusammen, die immer weiter vorangetrieben wird, staatlicherseits und von Privaten natürlich auch, von Firmen. Und das Problem lösen wir nicht durch immer mehr Überwachungsfragen, sondern im Gegenteil, da muss wieder Vertrauen geschaffen werden. Da dürfen nicht einfach Gesundheitsdaten an Firmen weitergegeben werden. Da dürfen nicht unsere biometrischen Fotos, wo sie uns erst versprochen hatten, die bleiben ganz allein in der Hand der Meldestellen und jetzt mittlerweile stimmt das ja auch nicht mehr. Da wird so viel Vertrauen zerstört und bei uns in der Beratungsstelle kommt das an. Und diese Problematik verunsichert immer mehr Menschen, die möglicherweise eigentlich gar kein Problem hätten. Das vielleicht nochmal als Ergänzung. Zum Thema Vertrauen würde ich mir jetzt auch noch eine Frage erlauben und danach würde ich gerne fürs Publikum öffnen. Und diese Frage die geht jetzt eher in Richtung Beratungsstellen. Ihr habt beide gesagt, dass da total viel Kapazitäten fehlen, um mit technischer Expertise zu helfen.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das auf jeden Fall eine gute Forderung, aber nicht wahnsinnig realistisch ist, dass jede Beratungsstelle, jedes Frauenhaus ihre eigene IT-Abteilung bekommt, um diese Fragen zu beantworten, kam mir irgendwann der Gedanke, vielleicht kann man sowas wie IT-Kompetenzzentren fordern, so eine Art Hub von Wissen, an die sich dann Beratungsstellen wenden können. Und gleichzeitig stellt sich mir dann die Frage, IT-Kompetenz ist eine sehr männliche Kompetenz. Wir können uns die ganzen IT-Beraterinnen nicht backen, die wir bräuchten, um diese Lücke zu füllen. Und dann ist es auch eine Frage von Vertrauen. Würde das funktionieren, dass die Beratungsstellen sich mit diesen sehr prekären Fällen oder auch die Anwältinnen vielleicht an ihnen mehr oder weniger unbekannte Berater wenden und sich dort Beratung holen? Ist das ein Konzept, wo ihr denkt, könnte man hinarbeiten oder nee, so nicht? Genau, ich kann auch noch mal sagen, also auch nach meinem Wissen ist die spezifische Stelle von Lena Simon die einzige bundesweit, das ist zumindest unter den BFF-Fachberatungsstellen. Und es gibt durchaus schon Modelle, wo sich quasi externe Expertise zugekauft wird von IT-Firmen. Das ist dann auch egal, ob das Männer, Frauen oder andere Geschlechter sind. Da ist dann halt oft die Frage, dass nicht immer klar ist, ob die seriös sind oder nicht. Das muss man dann auch erst wissen. Ne? Also wir hören auch von Sachen, wo dann die IT-Firmen selber Sachen installieren und die Frauen filmen. Ne? Also ja, kann man sich halt alles, also ist irgendwie auch klar. Genau, deswegen, also ich höre auch von BFF-Beratungsstellen, dass sie sich sowas wünschen wie Fachstellen oder Kompetenzzentren, jetzt nicht super zentral bundesweit, vielleicht dezentral in den Ländern oder so, oder zumindest in der Nähe, wo eben quasi diese Expertise bezogen werden kann und wo auch mal gesagt werden kann, wenn man als Beraterin nicht unbedingt dabei sein muss, dass halt die Betroffene selber dann mit ihrem Handy dahin gehen kann und sich die Einstellung oder wie auch immer anschauen kann. Ja, also ich kann dazu nur sagen, IT-Kompetenz kriege ich vor allen Dingen dadurch, dass ich selber mache. Je mehr ich auslagere und jemanden anderem anverantworte, desto weniger Kontrolle habe ich wiederum über das, was da passiert. Und ich habe auch eben nicht mehr die Kompetenz, dass ich durch die alltägliche Konfrontation damit lerne, wie funktioniert denn so ein E-Mail-Server oder sowas. Das sind eben Dinge, die verlernen wir auch, wenn wir uns da nicht regelmäßig mit beschäftigen. Deswegen wäre also IT-Kompetenzzentrum, wenn das so ein bisschen in Eigenregie passiert, wenn man also sagt, okay, es muss nicht jedes Frauenhaus und jeder Frauenverein seine eigene Admine haben, sondern wir haben halt eine für fünf Organisationen und die bauen dann vielleicht sogar auch gemeinsam an ihrer Infrastruktur. Die legen dann nicht die Sachen in die Cloud, sondern die haben dann ihre eigene Nextcloud auf dem eigenen Server, der bei ihnen im Büro bei einem davon steht. Und sie haben eine Ansprechpartnerin, die ihnen halt nicht zu 100% zur Verfügung steht, aber doch wenigstens zu einem Fünftel ihrer Arbeitszeit und jederzeit anrufbar wäre. Das wäre ja auch schon mal ein guter Schritt. Und an der Stelle könnte man dann wirklich überlegen, wo legen wir denn unsere Daten ab, wo liegen denn unsere ganzen Kommunikationsgeschichten, wie ist denn da unsere Infrastruktur gestrickt? Diese Leute könnten dann natürlich auch vielleicht die eine oder andere Fortbildung auch machen, aber dafür müssen halt auch, wir arbeiten da gerade an der Idee, auch hier in Berlin hoffentlich, aber da muss halt dann auch wiederum das Geld für da sein, dass man diese Stellen überhaupt schaffen kann. Und die Büros, wo die dann angesiedelt sind. Vielen Dank. Und jetzt gucke ich mal in die Runde. Wir haben, ich würde sagen, eine Viertelstunde Zeit, wenn es Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum gibt. Gerne keine Co-Referate. Je kürzer, desto mehr Fragen schaffen wir. Ich glaube, die erste Meldung war jetzt, glaube ich, bei dir. Ja, vielen Dank. Ich könnte das eine oder andere noch ergänzen. Ich bin auch Mandatsträgerin im Kreistag und auf Ratsebene, das heißt Gemeindeebene, und habe auch meine persönlichen Erfahrungen sammeln dürfen. Seit 2016 stecke ich in Prozessen, und um ganz kurz zusammengefasst das zu erläutern, hat man denjenigen, es hat einen Strafantrag sogar gegeben. Dieser Strafantrag ist umgewandelt worden in einen Paragraph 153a
Einstellung gegen Geldauflage. Und ich wurde nicht zur Nebenklage zugelassen. Frage 1 dazu ist, oder das, was mir dazu aufgefallen ist und hinterher gesagt worden ist, es gibt es nicht die Möglichkeit, wenn ich direkt als Kläger, und da gibt es ja viele Betroffene, an die Staatsanwaltschaft die Klage stelle, dass ich dann sofort als Nebenkläger zugelassen bin. Muss man mich dann zulassen? Also das sind so Kruxen. Und da geht es um den Aufklärungsbedarf, den wir haben, den auch viele Frauen haben bei ganz vielen Themen. Die wissen teilweise gar nicht, wie gehe ich damit um, ne? wenn mich sowas persönlich trifft. Das ist das eine. Und das andere ist, was schon angesprochen wurde, höhere Geldstrafen in eigener Ermächtigung der Gerichte. Ist das möglich, ohne dass ein Gutachten erfolgen muss? Weil 4 Jahre, ich habe ein persönliches Gutachten noch erstellen lassen müssen, weswegen eine besondere Höhe in der Zivilklage nachher berücksichtigt werden müsste. Das war ein Thema, was Sie vorhin gesagt hatten in Ihrer Abhandlung, dass es möglich sein muss, dass Gerichte höhere Entschädigungen oder überhaupt Entschädigungen zahlen dürfen, in Form von wie auch immer. Und was mir ganz wichtig wäre, ich bin vom Thema abgekommen, Entschuldigung, dass es eine Arbeitsgruppe vielleicht gibt aus der linken Fraktion, aus der Bundestagsfraktion, wo man genau solche Themen frauenpolitisch und digitale Gewalt gegen Frauen aufgreifen könnte und ob man vielleicht dann damit arbeiten könnte, um zu verhindern, dass es wirklich so weitergeht, wie es bis jetzt auch vielen Frauen geht. Danke. Ganz kurz noch was sagen. 153a bedeutet eine Einstellung aus prozessökonomischen Gründen. Mhm. A ist die Auflage, die gezahlt werden muss, um um zu sagen, ja, wir brauchen hier wirklich keinen Prozess. So, dann hat man keine Nebenklage, weil es gar nicht zu einer Anklage kommt. So, also weil die Anklage nicht eröffnet wird. Das ist so, das ist eine ganz große Regel, dass man das normalerweise oder dass man das in vielen, vielen Delikten so macht, dass man versucht, eben das Verfahren einzustellen von Seiten des Staates aus, weil man eben sich Prozesse erspart. Das hat nichts mit der Höhe dann der Geldbuße in anderen Verfahren oder der Geldstrafe zu tun, das ist nochmal ein anderer Bereich. Und das wiederum hat nichts damit zu tun, inwiefern Entschädigungszahlungen sind. Also das kann man natürlich, man kann dann auch, wenn jemand verurteilt wird wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung, einer Beleidigung, was auch immer, kann man auch Schadensersatz und Schmerzensgeld möglicherweise fordern. Das ist lächerlich wenig, was in Deutschland da an Beträgen im Moment beziffert wird. Daran könnte man natürlich auch noch mal etwas, und das ist dann aber auch letztlich eine zivilrechtliche Frage, da auch noch mal anders ranzugehen. Da haben wir ein ganz großes faktisches Problem, dass in dem Moment, in dem wir über Zivilrecht reden, haben wir hohe Prozesskosten, und die muss man sich erstmal leisten können. So, weil man eben auch möglicherweise den Gegner, wenn man unterliegt, in einer bestimmten Höhe zahlen muss, und dann ist das ein großes Problem, das überhaupt zu schaffen. Und es gibt sehr, sehr wenig Fonds, die Frauen unterstützen in solchen Verfahren. So, also da gibt es ja andere Bereiche, da gibt es sehr viel Gelder, die auch da freigegeben werden können. Es gibt auch keine Versicherungen dafür, das ist alles schwierig. Jetzt werfe ich noch mal einen Blick in die Runde. Gibt es noch, da hinten ist eine Meldung, wunderbar. Ja, hallo. Meine Frage ist, ob und wenn welche Versuche es von der Linksfraktion gab, überparteilich zum Beispiel darauf hinzuwirken, dass das Ministerium das zum Beispiel mal eine Studie in Auftrag gibt, oder also welche anderen Möglichkeiten oder Kommunikation es da mit vielleicht Frauen und netzpolitischen Engagierten aus anderen Parteien zusammenzuarbeiten, um das Thema voranzubringen. Ja, zu der letzten Frage. Wir sind eigentlich regelmäßig an dem Thema Umsetzung der Istanbul-Konvention, und in dem Zusammenhang haben wir auch die Bundesregierung schon mehrmals aufgefordert, eine umfassende Studie auf den Weg zu bringen, haben
durchaus auch mit anderen Fraktionen, also da aber insbesondere mit den Grünen, weil die eben im Moment nicht in Regierungsverantwortung sind und da entsprechend aufgeschlossen für Zusammenarbeit, auch in die Haushaltsberatung Anträge eingebracht. Und auf unsere Initiative hin ist beispielsweise ein relativ hoher Haushaltsbetrag auch durchgesetzt worden, nämlich 800.000 Euro, um endlich die Monitoringstelle für die Umsetzung, also die auch in der Umsetzung der Istanbul-Konvention vorgesehen ist, auf den Weg zu bringen. Ansonsten gibt es immer sehr viel warme Worte von allen Beteiligten, wenn es um den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen geht. Aber spätestens dann, wenn es auch an eine konkrete Umsetzung geht, scheitern wir zumindest immer an den agierenden Mitgliedern der Bundesregierung. Gibt es sonst noch Meldungen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, es ist ja jetzt auch schon 19 Uhr, würde ich das Wort direkt wieder zurückgeben an Conny mit einem gar nicht so einfachen Fazit zu dem, was wir jetzt gehört haben. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, als wir unter uns aufgeteilt haben, wer hier welchen Part übernimmt, habe ich gedacht, oh, ich mache mir das ganz einfach. Ich melde mich gleich schnell für die Zusammenfassung und die Schlussbemerkung, weil dann kann ich ja ganz locker in dieses Fachgespräch gehen und im Prinzip das wiederholen, was so gesagt wurde. Also das werde ich jetzt natürlich nicht tun. Dafür haben wir erstens viel zu wenig Zeit, aber es war tatsächlich nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe, daraus jetzt ein paar Schlussfolgerungen abzuleiten. Auch deshalb, weil, das muss ich auch dazu sagen, ich auch nicht sehr technikaffin bin und immer, wenn es in technische, konkrete Dinge geht, da ist bei mir irgendwie immer so ein Widerstand, weil ich da an meine Kenntnisse stoße. Das war ja hier gar nicht so Thema, aber da habe ich auch noch viele offene Fragen, wo wir, glaube ich, mal weiter drüber diskutieren müssen. Ja, Anke versteht das gar nicht, dass ich da nicht so technikaffin bin und Widerstände habe. Wir haben als Ausgangsfrage ja gehabt, brauchen wir neue Gesetze, aber für uns intern geht es natürlich auch immer darum, unsere eigenen Forderungen zu überprüfen. Und deswegen will ich kurz nochmal an drei Punkten die Ausgangslage, mit der wir das Fachgespräch hier gemacht haben, nochmal kurz für uns alle zusammenfassen und dann zu den einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen oder nächsten Schritten gehen. Also wir haben gehört, und das teile ich auch so, dass digitale Gewalt eine Fortsetzung analoger Gewalt ist im digitalen Bereich und dass wir es mit weit mehr, wie es gemeinhin häufig diskutiert wird, weithin mehr als mit Hate Speech zu tun haben, also auch, aber nicht nur, und dass sich digitale Gewalt mit verschiedenen Formen der Überwachung und Kontrolle und auch Manipulation sowohl im sozialen Nahbereich stattfindet, als eben auch im öffentlich-digitalen Raum. Und trotzdem haben wir das Phänomen, dass es einerseits immer alltäglicher wird und auf der anderen Seite aber das Ausmaß weder in der Öffentlichkeit noch bei den Strafverfolgungsbehörden und ich würde auch so weit gehen, auch in der Politik nicht ausreichend bekannt ist und vor allem aber die geschlechtsspezifische Dimension nach wie vor nicht anerkannt ist. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass die Folgen für die Individuen, also für die Einzelnen, zutiefst belastend und traumatisierend und auch zerstörend sind. Und gesellschaftlich aber, das fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, der hier gesagt wurde, gesellschaftlich Frauen aus dem digitalen Raum verdrängt werden. Wie generell durch Gewalt Frauen die Teilhabe an dieser Gesellschaft verunmöglicht wird. Und damit hat das eben eine sehr große gesellschaftspolitische Dimension. Und deswegen ist das auch ein ganz wesentliches Feld, mit dem wir uns ja als Linksfraktion beschäftigen. Nun war eben ja schon die Frage nach zum Beispiel interfraktioneller Zusammenarbeit oder dem Handeln der Bundesregierung. Und wir müssen da wirklich immer wieder feststellen, dass sich die Bundesregierung so zwischen Verharren im blinden Fleck und absolutem Schneckentempo bewegt. Das ist beides nicht sehr schnell. Und das ist, finde ich, ziemlich fatal, weil sich im Moment das auch so darstellt, dass wir eigentlich hinter jedem Schritt, der eigentlich relativ leicht, sag ich mal, umzusetzen wäre, wenn man in Regierungsverantwortung ist, die Bundesregierung aber eher dadurch auszeichnet, dass sie nicht sehr bemüht ist, überhaupt die Situation, die Lage zu erfassen. Und beispielsweise
überhaupt noch nicht sagen kann, wann sie den vorgesehenen und schon lange eigentlich notwendigen Aktionsplan gegen Gewalt vorlegt. Also da gibt es ein elendes Hin- und Hergeschiebe. Dass wir die Mittel für die Monitoringstelle jetzt durchsetzen konnten, das war wirklich schon ein großer Erfolg. Das war nämlich im vorgesehenen Haushalt nicht drin. Aber was muss man tun? Wir haben hier festgestellt, es gibt zu wenig Wissen und es gibt viele Vorurteile. Da sind als Maßnahmen auch genannt worden Prävention hin zu verständigen Informationen, auch für die Betroffenen, öffentliche Transparenz. Es gab den Vorschlag, vielleicht auch eine Kampagne zu starten, um das Thema wirklich in der Öffentlichkeit deutlicher zu machen. Wir haben jetzt viel gesagt über Daten, die erhoben werden müssen über Forschung. Das Thema bearbeiten wir auch, also die Forderung nach Daten und Studien auch im Zusammenhang mit anderen Themen, nämlich zum Beispiel mit dem Thema Femizide, das im Moment auch ja, als sozusagen mal schlimmste Auswirkung auch solcher Formen digitaler und Gewalt und Nahbereich stattfindet. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Erweiterung der polizeilichen Kriminalstatistik. Da sind wir auch im Zusammenhang mit Femiziden im Moment dran an dem Thema. Wir brauchen eine andere Beweissicherung und statistische Erhebung. Und auch hier öfter genannt und auch ein wesentlicher Teil unserer Forderungen, die wir immer wieder erheben, das Hilfesystem, das Schutzsystem ist chronisch unterfinanziert und wir brauchen wirklich dringend eine bundeseinheitliche und eine bedarfsgerechte Finanzierung. Und es muss Schluss sein damit, dass die Bundesregierung die Verantwortung da auch zunehmend auf die Länder oder auf die Kommunen schiebt. Das kostet Geld, darüber müssen sich alle im Klaren sein. Aber wenn wir Forschung hätten, zum Beispiel über die Auswirkungen von Gewalt, dann könnte man vielleicht auch genauer nachweisen, was man eigentlich durch eine gute Finanzierung des Hilfesystems auch volkswirtschaftlich an Kosten durchaus einsparen könnte. Auch unsere Forderung nach Fortbildung, Weiterbildung der Polizei und Justiz ist anscheinend genau richtig und wird von unseren Experten hier getragen, wie auch eine bessere Ausstattung und mehr Stellen, weil wir alle sehen, dass Staatsanwaltschaften und Polizei gänzlich überfordert sind, selbst wenn sie dann mal guten Willens sein sollten. Auch der Vorschlag, spezialisierte Staatsanwaltschaften und Sonderdezernate einzurichten, war hier, denke ich, einhellige Meinung. Was wir ganz konkret parlamentarisch tun können, vielleicht da noch 2-3 Bemerkungen zu, wobei ich da vorab immer zu sagen muss, man darf nicht zu viel erwarten vom parlamentarischen Raum. Also wir als Opposition im Bundestag, wie auch in anderen Parlamenten, wir erreichen nur das, was auch durch zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, durch Bewegung unterstützt wird. Also je stärker da das Zusammenwirken ist und je stärker auch eine Bewegung ist, umso mehr Möglichkeiten haben wir natürlich hier auch entsprechend den Dampf und Druck weiterzugeben. Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eigentlich schon an einem Entwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz arbeiten. Wäre dann an mir vorbeigegangen, das wäre dann eine heftige Selbstkritik. Ihr erleichtert mich, wir arbeiten noch nicht daran. Aber das wäre vielleicht ein Punkt, den man überlegen sollte, ob man so ein Entwurf oder den Rahmen eines Entwurfs einbringt als Antrag. Was wir aber auf jeden Fall tun müssen, ist den vorliegenden Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität und rechte Gewalt mit Änderungsanträgen zu bestücken, um mindestens ja die Ergänzung um die geschlechtsspezifische Dimension der digitalen Gewalt dort reinzuschreiben. Ich habe jetzt noch ganz viele offene Fragen hier. Das finde ich ist aber auch kein schlechtes Zeichen, weil ich weiß nicht, wie es hier den Anwesenden geht. Mir geht es immer so, wenn ich nach einem so Fachgespräch mit weiteren offenen Fragen rausgehe, dann weiß ich, dass wir im Diskurs bleiben müssen und das Thema ist halt nicht abgeschlossen und Fragen müssen sich weiterentwickeln. Deswegen will ich die jetzt auch alle gar nicht so nennen. Was wir aber an Möglichkeiten haben, ist als Oppositionsfraktion natürlich die Bundesregierung auch in das Thema zu treiben. Also man muss sie nicht im Moment wirklich ins Thema treiben, nicht nur durchs Thema. Und das können wir gut machen durch kleine Anfragen, durch schriftliche Fragen, die wir auch immer gerne zusammen mit Zivilgesellschaft entwickeln. Also da so ein bisschen versuchen, die Whistleblower des Parlaments zu machen. Den Vorschlag der öffentlichen Arbeitsgruppe habe ich jetzt erstmal so als Vorschlag gehört. Wir haben sowas nicht, aber es gibt ja durchaus auch ein außerparlamentarisches Bündnis zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Also vielleicht kann man es in dem Zusammenhang vielleicht auch für die Öffentlichkeit andocken.
Und als letztes Fazit habe ich zumindest gehört, dass wir vor allem die vorhandenen Gesetze nutzen und ausbauen müssen, unter allen vorweg natürlich die Istanbul-Konvention. Auch das ist ja sehr wenigen geläufig, dass die Istanbul-Konvention den Rang eines Bundesgesetzes hat, also damit eigentlich die Schutzpflicht des Staates fest verankert ist und noch umgesetzt werden muss. So, letzter Satz, weil dann übergebe ich nochmal an Anne. Und das will ich auch dazu nutzen, mich bei Anne wirklich zu bedanken, nicht nur für die hervorragende Vorbereitung dieses Fachgesprächs, sondern ganz, ganz besonders auch für die Beharrlichkeit, mit der du dieses Thema auch bei uns in der Bundestagsfraktion voranbringst. Vielen Dank. Dankeschön. Den Dank gebe ich natürlich zurück für euer Engagement, hier zu sein, euch mit dem Thema zu befassen und das dann auf der Bühne vorzutragen. Und nutze jetzt die Gelegenheit, noch zwei kurze Bemerkungen loszuwerden, bevor wir das Fachgespräch dann auch beenden. Erstens hatte ich am Anfang schon gesagt, wer weiter Interesse am Thema hat und wissen will, was wir dazu tun. Es gab draußen die Listen, wo ihr euch eintragen könnt. Ich weiß im Moment nicht genau, ob die da noch liegen, aber wenn nicht und wenn ihr euch noch eintragen wollt, dann könnt ihr einfach noch mal kurz auf mich zukommen. Dann nehme ich eure Adressen mit auf. Das war das Erste. Das Zweite, wir haben ja die Videoaufzeichnung, die noch läuft. Die wird nicht gleich heute Abend im Netz sein, aber wir werden das natürlich veröffentlichen. Ich vermute, da muss ich nochmal klären, auf der Webseite der Fraktion und ansonsten sicherlich auch in den YouTube-Kanälen der drei Abgeordneten, gehe ich mal davon aus. Dort wird das also zu sehen sein. Und schließlich, genau, möchte ich mich auch nochmal sehr für das Interesse bedanken. Das hat uns, das bestärkt uns natürlich, mit diesem Thema weiterzumachen. Das war ein Anfang und bei weitem noch lange nicht das Ende. Es gibt viel zu tun, das haben wir ja gehört. Wir hatten erst einen halb so großen Raum eingeplant und waren ziemlich von den Socken, wie viele sich angemeldet haben, wie viele gekommen sind. Das war ziemlich toll. Freut mich persönlich und uns alle, glaube ich, sehr. Und damit beschließe ich dieses Fachgespräch und wünsche euch einen schönen Abend.